Einen wunderschönen guten Morgen an diesem sonnigen Tag zum 39. Ausschuss für Gesundheit und Pflege am Montag, dem 10. Juni um 9.30 Uhr hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Senatorin Dr. Ciborra, Frau Staatssekretärin Haushofer kommt gleich, hat sie mir gesagt, ein paar Minuten später. Sehr geehrte Gäste sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Vor Beginn der Sitzung habe ich einmal kurz den Hinweis, dass diese Sitzung live auf der Webseite des Abgeordnetenhauses übertragen und im Nachgang der Sitzung auf dem YouTube-Kanal des Abgeordnetenhauses nachzusehen sein wird. Ich stelle außerdem fest, dass die Medienvertreterinnen und Vertreter nach § 4 der Hausordnung der Präsidentin Bild- und Tonaufnahmen anfertigen dürfen. Zum heutigen pflegepolitischen Schwerpunkt nimmt außerdem Herr Schatz von der Linksfraktion an dieser Sitzung teil. Er ist seniorinnenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ich gehe davon aus, dass wir ihm wie üblich gemäß § 26 Absatz 6 das Rederecht einräumen. Ich habe keinen Widerspruch gesehen, dann verfahren wir so. Herzlich willkommen, lieber Carsten Schatz. Ich würde jetzt einmal schon mal unsere Gäste für Top 3 in alphabetischer Reihenfolge begrüßen. Einmal Frau Judith Demuth, Projektleiterin des Projekts Berliner Hausbesuche des Malteser Hilfsdienst. Herzlich willkommen hier im Pflegeausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Schön, dass Sie hier sind. Und Herrn Arne Herz, Bezirksstadtrat und Leiter der Abteilung Bürgerdienste und Soziales im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Schön, dass auch Sie hier sind. Sowie Frau Esther Kluber, Senior Consultant Public Affairs und Social Policy bei Ramboll Deutschland, die das Projekt evaluiert haben. Auch schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Auch bereits jetzt begrüßen darf ich unsere Gäste zu Top 4, Herrn Andreas Becker und Herrn Hans-Joachim Fritzen, die beiden Vorsitzenden des Landespflegeausschusses Berlin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch schon jetzt da sind. Genau. So, dann kommen wir zur Tagesordnung. Ihnen liegt die Einladung vom 29. Mai 2024 vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann starten wir jetzt mit Punkt 1 der Tagesordnung, der aktuellen Viertelstunde. Und im Vorfeld der Sitzung wurden zwei Fragen schriftlich eingereicht. Einmal die Frage der SPD. Frau König. Ja, guten Morgen. Ich möchte gerne fragen, welche Zwischenergebnisse hat die Arbeitsgruppe zur Rückführung der Tochterunternehmen der landeseigenen Krankenhäuser zwischen der Senatsfinanz- und der Senatsgesundheitsverwaltung nach bisherigen Sitzungen erzielt? Frau Dr. Ciborra. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Abgeordnete König, für diese Frage. Es gibt ja eben diese ressortübergreifende Arbeitsgruppe zwischen der Finanzverwaltung und der Gesundheitsverwaltung und der für die Charité zuständigen Forschungsabteilung bei uns im Haus. Die ist auf Abteilungsleitungsebene hochkarätig von allen Seiten besetzt und hat intensiv gearbeitet schon, indem sie tatsächlich erstmal einen Themenaufriss gemacht hat, Arbeitspakete verteilt hat und dann auch einen Plan gemacht hat, wie dieser Bericht abzuarbeiten ist und wie der aufzustellen ist. Sie hat verschiedene Gespräche geführt und wie gesagt, diese Arbeitspakete verteilt. Ein erster Entwurf soll im Juli vorliegen, der dann in weitere Runden geht, sodass wir im Verlauf des September aus dieser Arbeitsgruppe dann Ergebnisse vorgestellt bekommen und dann im Verlauf des Oktober das nach bisheriger Planung dann diskutieren können und bewerten können, wie wir mit diesen Ergebnissen der Arbeitsgruppe umgehen. Es sind ja eine ganze Reihe Tochterunternehmen, die auch in sehr unterschiedlichen Rechtskreisen zu verorten sind, die sehr Unterschiedliches tun und die auch tariflich unterschiedlich aufgestellt sind. Insofern ist es ein sehr komplexes Thema, das sich ja von Europarecht über viele andere rechtliche Fragen auch erstreckt. Und das ist der Zeitplan. Gibt es eine Nachfrage? Frau Köhn. Es werden ja sicherlich auch viele Experten dazu angehört. Wie ist es denn mit der Mitarbeitersicht? Wird auch diese mit einbezogen? Gibt es da, sind da auch Gespräche geplant? Frau Dr. Ciborra. Also nach unserer Information ist im Augenblick das wohl nicht geplant gewesen. Wir werden aber noch mal darum bitten, dass man sich auch mit der Beschäftigtenseite hier zusammensetzt und diese Perspektive mit aufnimmt. Gibt es weitere Nachfragen zu diesem Punkt?
Das ist nicht der Fall. Dann hat jetzt die Fraktion Die Linke ihre Frage. Dankeschön, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir konnten der Liste zur Auflösung der pauschalen Minderausgabe entnehmen, dass der Senat plant, auch bei der Sanierung des Haus 8 vom Krankenhaus des Maßregelvollzugs 3,3 Millionen Euro einzusparen. Und wir fragen deswegen, warum an dieser Stelle und mit welchen Auswirkungen für die Unterbringungskapazitäten muss dabei gerechnet werden? Frau Dr. Ciborra. Also, mit Folgen für die Unterbringungskapazitäten muss hier unmittelbar überhaupt nicht gerechnet werden, weil sich leider beim Haus 8 herausstellt, dass die Sanierungsmaßnahmen viel umfangreicher sein werden, viel länger dauern werden, als es noch zuletzt angenommen wurde. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, dass das so ist. Insofern wird auch die Summe, die insgesamt gebraucht wird, um dieses Haus tatsächlich in Betrieb zu nehmen, mutmaßlich deutlich höher ausfallen als das, was bislang so angedacht war. Das wird man aber erst perspektivisch tatsächlich wissen. Insofern hat diese Kürzung an der Stelle in diesem Haushaltsjahr auch gar keine unmittelbaren Auswirkungen. Es handelt sich eben um ein sehr umfangreiches, anspruchsvolles Großprojekt und das KMV hat keine eigene Baudienststelle. Das KMV kann das sowieso gar nicht in Eigenregie machen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit ist ja in intensiven Gesprächen mit potenziellen Partnern. Natürlich immer vorrangig die BIM und Senstadt, die die Funktion der Baudienststelle übernehmen könnten. Erst wenn das geklärt ist, und da sind wir, wie gesagt, sehr intensiv dabei, diese Prozesse zu beschleunigen und Klärungen herbeizuführen. Erst dann kann tatsächlich geplant werden und auch dann kann man eine Ahnung davon bekommen, was eigentlich die benötigte Gesamtsumme nach heutigem Stand ist. Insofern sind tatsächlich diese Mittel, die wir hier in Anschlag gebracht haben für die PMA in diesem Jahr sowieso nicht zu verausgaben aufgrund dieser Gesamtsituation. Und insofern ist es auch vertretbar, das hier anzubringen, weil man woanders hätte einschneiden müssen in zum Beispiel Trägerstrukturen. Und das ist Geld, das in diesem Jahr tatsächlich höchstwahrscheinlich sowieso nicht zur Verausgabung gekommen wäre. Ich habe eine Nachfrage von Herrn Schulze. Ja, danke schön. Das leuchtet ein. Dann heißt es ja, dass Sie sozusagen vermutlich nächstes Jahr angesichts der drängenden Probleme im KMV deutlich mehr Geld einstellen müssten, um die Baumaßnahme anzugehen. Ist das denn geplant, auch vor dem Hintergrund, dass ja die PMA nächstes Jahr noch viel höher ausfallen wird als in diesem? Frau Dr. Ciborra. Also wie ein solches Großprojekt dann in den kommenden Jahren im Haushalt abgesichert wird, wird man dann, wenn die Planung so weit ist, dass es tatsächlich veranschlagungsreif ist im Haushalt, das wird dann der Senat selbstverständlich bewerten. Wir wissen, dass es extrem wichtig ist, dass wir bei der totalen Überbelegung des KMV hier Entlastung schaffen. Deswegen war ja auch der erste Schritt, Entlastung zu schaffen, der Kirchhainer Damm, weil wir ja wissen, wie problematisch das Haus 8 ist mit Brandschäden und allem, was da sonst noch so im Busch ist. Deswegen war, wie gesagt, die Entlastung ja am Kirchhainer Damm der erste Schritt, den wir angehen. Und wir werden dann tatsächlich bewerten müssen, wie wir diese Entlastung in weiteren Schritten dann auch im Haus 8 darstellen können. Theoretisch wäre natürlich auch denkbar, dass man zu der Entscheidung kommt, dass man das einzusetzende Geld an anderer Stelle einsetzt, um vielleicht sogar schneller und besser eine Entlastung zu schaffen. Allerdings sind in den letzten Jahren, glaube ich, sämtliche Immobilien, die auch nur ansatzweise in Betracht kommen könnten, sehr intensiv geprüft worden und auch zum Teil verworfen worden oder sie werden anderweitig gebraucht. Also diese Frage, wie schaffen wir Entlastung am KMV, wird uns begleiten. Und wie gesagt, die Sanierung des Haus 8, wenn dann die Planungsreife so weit ist, dass man weiß, wie viel Geld kostet es, in welchen Jahresscheiben, wird Senat bzw. der Haushaltsgesetzgeber das dann sicherlich entsprechend bewerten und in die Wege leiten. Gibt es dazu weitere Nachfragen?
Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den spontanen Fragen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Dann melde ich mich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und frage vor dem Hintergrund der Diskussion zu der PMA, haben Sie ja in der Tat bei den Trägerstrukturen in diesem Jahr nicht gekürzt. Das heißt dann, dass jetzt die Bescheide an die Träger rausgehen, die ja nur 6 Monatsbescheide bekommen haben, und bedeutet das, dass alle Träger jetzt die Zusage bekommen für dieses Jahr? Frau Dr. Cibora. Ja, wir bemühen uns tatsächlich auf dem Weg der Verlängerung des ursprünglichen Bescheides, also der Verlängerung bis Jahresende, diese Bescheide schnellstmöglich und mit dem geringstmöglichen bürokratischen Aufwand zu bearbeiten. Wir haben ja selber keinen Zuwendungsbereich mehr im Haus. Das macht das LAG so. Es ist nicht immer ganz einfach, da zu einer, auch aufgrund der Personalschwierigkeiten, die von Seiten des LAG so angeführt werden, zu einer Bearbeitungsfrist zu kommen, wie wir sie uns wünschen. Aber das werden wir sicherlich an dieser Stelle hier mit hohem Druck vorantreiben. Vielen Dank. Ich habe da eine Nachfrage. Also ich gehe jetzt davon aus, dass alle Bescheide bekommen werden, dass das nur eine bürokratische Frage ist. Und Herr Schulze hat ja eben auch schon die PMA für nächstes Jahr angesprochen. Haben Sie da jetzt auch schon Gespräche dazu geführt, wie Sie die PMA auch bei den Trägerstrukturen im nächsten Jahr auflösen werden? Und kommunizieren Sie das den Trägern auch schon mit, dass das da Kürzungen bedeuten wird? Also es gibt ja im Senat gerade die intensiven Bemühungen zu gucken, wie man dieses große Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben unter den Bedingungen der Schuldenbremse im Landeshaushalt für 25 fortfolgende bewältigen kann. Deswegen sind alle Verwaltungen aufgerufen, darzustellen, was sie tun, auf welcher rechtlichen Grundlage sie das tun, zu welchem Zwecke sie das tun und warum es absolut notwendig ist, das zu tun oder vielleicht auch nicht ganz so notwendig. Es wird also eine Gesamtrevision geben über das, was das Land Berlin tut und was es mit seinem Geld tut. Und insofern gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir 10-prozentige Kürzungen als Rasenmäher über die Ausgaben des Landes legen werden, weil das einfach nicht sachgerecht wäre, sondern dass es eben genau zu dieser kritischen Revision all unserer Aufgaben und Ausgaben kommt und das dann in die Beschlüsse einfließt. Vielen Dank. Gibt es noch weitere spontane Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die aktuelle Viertelstunde abgeschlossen und wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung, dem Bericht aus der Senatsverwaltung. Frau Dr. Cibora, da haben Sie wieder das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Genau, so. Zunächst mal haben wir etwas sehr, sehr Erfreuliches zu berichten, denn ab sofort wird die Pflegebeauftragte des Landes Berlin eingesetzt. Bis zum Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens übernimmt Frau Professor Dr. Sinja Meyer-Rötz, hier zu sehen, kommissarisch das Amt. Wir werden das Büro der Pflegebeauftragten wird ab dem 1.9.24 seine Arbeit aufnehmen, sodass es dann die Möglichkeit gibt, sich mit Anliegen und Beschwerden an das Büro zu wenden. Und ab sofort beginnen die Arbeiten, die Detailarbeiten zur Einrichtung des Amtes und die Vernetzung mit anderen Akteuren. Und wenn ich darf, würde ich kurz... Wollen Sie ein paar Worte zur Vorstellung sagen, Frau Meyer-Rötz? Dann könnte sie sich kurz mal hier persönlich dem Ausschuss vorstellen. Vielleicht erstmal herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Meyer-Rötz hier im Ausschuss. Schön, dass Sie das Amt kommissarisch übernehmen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen hier. Und dafür müssen Sie das Mikrofon anmachen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Senatorin, vielen Dank für die Begrüßung. Es ist mir eine Freude, dieses Amt kommissarisch erstmal zu übernehmen und die ersten vorbereitenden Arbeiten jetzt zu treffen. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle 2-3 Fakten zu meiner Person, wenn es von Interesse ist. Ich bin Honorarprofessorin an der Alice-Salomon-Hochschule seit 2018 in der Senatsverwaltung.
für Gesundheit und Pflege in der Abteilung Pflege. Ich bin Diplom-Gerontologin von Hause aus, habe einen Master of Health Administration und bin seit über 20 Jahren im Themenfeld Pflege in ganz unterschiedlichen Institutionen schon deutschlandweit tätig gewesen. In erster Linie wird das Amt der Pflegebeauftragten ein Amt sein, die Interessen von pflegebedürftigen Menschen und Pflegenden an und Zugehörigen und Personen, die mit Menschen, älteren Menschen, pflegebedürftigen Menschen in irgendeiner Form zu tun haben, dann diese Interessen zu vertreten in der gesamten Stadt und im Land Berlin. Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass es ein von der Pflegewirtschaft unabhängiges Amt ist. Es ist von der Verwaltung, von der Politik, von Verbänden und Vereinen unabhängig. Vielleicht so viel erstmal. Ja, vielen Dank und dann auf eine gute Zusammenarbeit. Und geht der Bericht noch weiter? Zwei Dinge hätte ich noch. Sehr gut, dann haben Sie wieder das Wort. Genau, zwei Dinge hätte ich noch. Das eine ist, dass wir bei der Frage der Widerspruchslösung für ein Transplantationsgesetz einen Schritt weiter gekommen sind. Es gibt da einen Gesetzentwurf. Und genau, da haben wir uns ja auch als Land Berlin durchaus engagiert und freuen uns, dass wir in dem Prozess jetzt, wie gesagt, diesen Schritt weiter sind hin zu einer Widerspruchslösung. Und wir können berichten, wir haben ja jetzt die Euro 24, auch in dieser Stadt, dass es uns gelungen ist, für die Krankenhäuser, die hier im Notfallbereich zum Einsatz kommen, eine Verstärkung zu erreichen, eine finanzielle Verstärkung, damit sie tatsächlich mehr Personal vorhalten können, als das üblicherweise der Fall wäre, um auf mögliche Notlagen gut vorbereitet zu sein. Das fängt ja an mit einer größeren Hitzewelle, die dazu führen könnte, dass viele Leute mit entsprechenden Kreislaufbeschwerden oder Hitzschlag oder sonst wie in Krankenhäuser kommen, viel trinken, vor Sonne schützen, bitte nochmal alle mitnehmen und weitersagen. Das könnte durchaus helfen, wenn man sich da selber schützt. Aber es sind natürlich auch andere Szenarien denkbar, in denen es zu einem höheren Anfall an Notfällen in den Krankenhäusern kommt. Und insofern sind wir da gut vorbereitet und konnten das verstärken. Wir hoffen natürlich, dass das nicht benötigt wird, sondern dass wir friedliche Spiele sehen und keinerlei verstärkte Notfälle in dieser Stadt haben. Trotzdem wurde da Vorsorge getroffen. Das ist das, was ich berichten kann. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Nachfrage des Kollegen Schulze und von meiner Person. Dankeschön. Danke für den Bericht. Das war ja bis zuletzt auch in der Debatte, ob die Berliner Krankenhäuser noch mal eine Unterstützung für die EM bekommen. Deswegen würde mich interessieren, A, wie es jetzt gelungen ist, das noch hinzukriegen, B, wie hoch die Mittel sind und C, von wem sie denn kommen und wo sie hingehen. Danke. Jetzt habe ich dich auf der Redeliste. Die Fragen hätte ich auch gestellt, ob das die Innenverwaltung war oder ob Sie das machen und ob Sie quasi jetzt ein Katastrophenkonzept haben, wo die Krankenhäuser dann drinstehen oder ob Sie das nach dem Investitionsschlüssel machen. Dann haben Sie das Wort. Selbstverständlich gibt es ein Konzept, das guckt, wo sind die Spiele, welche Notaufnahmen sind hier räumlich am stärksten betroffen. Es gibt ein Konzept, das natürlich erarbeitet wurde und deswegen wird es auch das Geld nicht über die Stadt verteilt, sondern natürlich gezielt dort eingesetzt, wo man sagt, da brauchen wir eine personelle Verstärkung. Es ist gelungen, das mit der Innenverwaltung zu verhandeln, dass es dieses Geld gibt aus dem Topf für diese UEFA Euro 24 und dass das den Häusern zufließt. Die entsprechende Senatsvorlage wird morgen beschlossen. 500.000. Ne? Ja. Das sind 500.000 Euro, die hier eingesetzt werden können, um entsprechende Vorsorge zu treffen. Okay, vielen Dank. Dann sehe ich keine weitere. Aha, Herr Obelode meldet sich. Frau Senatorin, Pressemitteilung war zu entnehmen, dass zumindest ursprünglich geplant war,
verschiebbare Operationen zeitlich nach hinten zu verlegen in Absprache mit den Krankenhäusern. Ist das vom Tisch oder ist das noch ein Thema als mögliche Maßnahme? Also es ist ein Notfallplan erarbeitet worden, der all dies berücksichtigt. Inwieweit jetzt die einzelnen Häuser Operationen verschoben haben, entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Aber selbstverständlich wird das wie immer, wenn mit einem höheren Notfallaufkommen zu rechnen ist oder es befürchtet werden kann, planen die Häuser das in Eigenverantwortung, wie sie mit ihren Kapazitäten umgehen. Und wie gesagt, es ist ja auch ein Sonderfall, dass hier überhaupt eine Verstärkung, auch zusätzliche Mittel verhandelt werden konnten, um die Häuser hier zu entlasten und um es zu ermöglichen, zusätzliches Personal vorzuhalten. Im Krisenfall wird selbstverständlich immer Personal reingerufen, ob aus dem Urlaub oder aus dem Frei. Das ist völlig klar. Aber durch diese zusätzlichen Mittel konnte hier zumindest den Häusern Unterstützung gegeben werden, um eben zusätzliches Personal auch vorzuhalten. Und wie sie dann ihre Planungen in den Häusern machen, das machen sie, wie gesagt, in Eigenverantwortung. Vielen Dank. Jetzt gibt es keine weiteren Nachfragen mehr. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 2. Dann ist der Punkt abgeschlossen und wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung, nämlich der Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 GO AGH zum Pilotprojekt Berliner Hausbesuche, Evaluation und Ausblick. Dazu liegen mir zwei Besprechungspunkte vor, einmal auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke, sowie eine Besprechung zur Ausweitung der Berliner Hausbesuche auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD. Ich würde mich, wenn ich eine kurze Vorbemerkung machen darf, sehr freuen, wenn die Zwischengespräche, die hier so in den Ausschussreihen stattfinden, aufhören. Das ist nämlich sehr anstrengend, wenn die ganze Zeit hier vorne gequasselt wird. Und ich glaube, wir wollen ja auch unseren Anzuhörenden zuhören. Vielen Dank. Dann begrüße ich jetzt noch einmal ganz herzlich Frau Judith Demuth, Projektleiterin des Projekts Berliner Hausbesuche des Malteser Hilfsdienstes, Herrn Arne Herz, Bezirksstadtrat und Leiter der Abteilung Bürgerdienste und Soziales im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, sowie Frau Esther Kluber, Senior Consultant Public Affairs and Social Policy bei Rambol Deutschland. Herzlich willkommen und nochmal danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht wird. Das ist der Fall. Wird die Begründung des Besprechungsbedarfs durch die Fraktionen die Grünen oder die Linken gewünscht? Das macht Herr Schatz. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Demuth, Frau Kluber und Herr Herz hier im Ausschuss. Wir haben diesen Besprechungspunkt angemeldet, nachdem die Evaluation herauskam, die wir uns dann haben auch schicken lassen, aufmerksam durchgelesen haben. Und beide Fraktionen fanden, dass es wichtig ist, dieses im Jahr 2020, wenn man die Konzeptionierung ansieht, begonnene Projekt tatsächlich hier nochmal auch weiter zu besprechen. Die Schlussfolgerungen, die Sie in der Evaluation gezogen haben, hier auch miteinander zu diskutieren und dann gemeinsam hier auch Schlussfolgerungen zu ziehen, da ja die Koalition sich auch vorgenommen hat, im nächsten Jahr dieses Projekt noch mal deutlich auszuweiten, wo wir auch gerne wissen wollen, wie sind die Umsetzungsschritte, weil das müsste ja jetzt eigentlich alles schon auf dem Weg sein, damit das dann im nächsten Jahr auch ausgerollt werden kann. Und deshalb fanden wir das wichtig, das hier im Ausschuss noch mal miteinander zu diskutieren und zu erörtern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schatz. Für die Koalition wird Herr Zander begründen. Ja, vielen Dank. Wie mein Vorredner auch schon gesagt hat, ist der Koalition das Thema sehr wichtig und auch die Ausweitung der Hausbesuche befindet sich daher in den Richtlinien der Regierungspolitik. Und wir haben auch im Haushalt eine deutliche Aufstockung der Mittel vorgenommen, damit das ganze Projekt nicht nur auf einige Bezirke und dort in einigen Regionen begrenzt ist, sondern dass wir das auf ganz Berlin ausweiten können. Deshalb haben wir auch diesen Besprechungspunkt angemeldet, weil auch wir daran interessiert sind, wie die Ausweitung momentan auch läuft. Ansonsten ist zu dem Projekt ja auch noch zu sagen, zu der Evaluation, dass also einerseits gibt es ja schon Langzeitstudien, weil das Prinzip ja schon in skandinavischen Ländern seit vielen, vielen Jahren auch praktiziert wird und es dort Langzeitstudien gibt, die die ganzen positiven Effekte auch bestätigen.
und auch sehr erfreulich ist, dass die Evaluation hier zu sehr, sehr positiven Ergebnissen gekommen ist. Das ist sowohl bei den Experten als auch bei denjenigen, die die Hausbesuche empfangen, durchweg positive Resonanzen gibt und wir damit auch Menschen erreichen, die von Einsamkeit betroffen sind und die dann auch in besonderem Maße dann davon profitieren können. So viel erstmal zur Einleitung. Fragen konkreter Art kommen dann erst wahrscheinlich im Rahmen der Anhörung. Vielen Dank, Herr Zander. Und jetzt hat Frau Dr. Schibora noch mal das Wort für eine einleitende Stellungnahme zu dem Projekt. Dann haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, zunächst mal wollte ich noch mal darauf hinweisen, was hier die Zielstellung war. Informations- und Lotsenangebot für Menschen über 70 zur Förderung der sozialen Teilhabe, Gesundheit, Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsangeboten vor und bei Pflegebedürftigkeit. Und ein wesentliches Ziel ist natürlich, Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich zu vermeiden, indem eben mobilisierende Angebote bekannt gemacht werden, indem hier durch eine gute Vernetzung auch aller möglicher Angebote, die an die Menschen herangebracht werden. Es ist positiv evaluiert worden. Die Bezirke, die teilgenommen haben, haben eben angeschrieben, die 70, 75, 80 und teils 85-Jährigen. Und wir haben multimediale Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Empfehlungen über Multiplikatoren haben auch in 24% der Fälle tatsächlich zu einer Inanspruchnahme geführt. Evaluiert wurden 1237 Hausbesuche, 77% weiblich, Durchschnittsalter 78 Jahre. Ungefähr 75% leben alleine und 25% äußern explizit Einsamkeit. 9% weisen eine Migrationsgeschichte auf und die wichtigsten Themen sind 55% Gesundheit, 46% Wohnen, Haushalt, Alltagshilfen, 40% Freizeitbildung, Kultur, 30% Pflege. Die befragten Nutzerinnen bewerteten die Hausbesuche sehr hilfreich und befragte ExpertInnen sehen einen Lückenschluss zwischen Desinformation und offenen Bedarfen hin zu Prävention und mittelbare Inanspruchnahme von Angeboten. Weil das alles recht positiv ist, wollten wir das auch ausweiten. Ich will es aber auch noch mal kurz einordnen. Es ist nicht so, dass sich Berlin hier etwas ausgedacht hat, und damit ganz alleine unterwegs ist, sondern tatsächlich werden präventive Hausbesuche in 40 Städten, Kommunen und Bundesländern angeboten. Und es gibt jetzt auch eine bundesweite Koordination. Tatsächlich sind präventive Hausbesuche insbesondere in den Niederlanden und in den skandinavischen Ländern schon seit den 90er Jahren etabliert. Und eine norwegische Langzeitstudie belegt signifikante Effekte hinsichtlich der Verzögerung zum Beispiel der Aufnahme in stationäre Pflege und damit natürlich auch jenseits der Frage des guten Lebens im Alter auch ökonomische Potenziale, hier Pflegebedürftigkeit möglichst herauszuzögern und dass das Leben in der eigenen Häuslichkeit möglichst lange auch gut gestaltbar zu machen. Vielleicht zunächst mal da so viel, was halt wichtig ist. Das ist die hohe Vernetzung der Akteure mit allen relevanten Akteurinnen in den Bezirken. Das sind die Pflegestützpunkte, die Kontaktstellen, Pflegeengagement, Seniorenvertretung, sozialpsychiatrische Dienste, Quartiersmanagement, Stadtteilzentren, Religionsgemeinschaften und viele, viele, viele andere, auf die hier hingewiesen wird und die dann in diesen Netzwerken auch entsprechend Hilfestellung leisten. Vielleicht so viel von uns. Wir sind sehr überzeugt davon, dass wir mit einem guten System präventiver Hausbesuche tatsächlich nicht nur eben, wie gesagt, für das gute Leben im Alter, sondern auch für die ökonomische Situation unserer Pflege in der Stadt einen sehr guten Beitrag leisten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Dann kommen wir zu unseren Anzuhörenden und ich würde es in der Reihenfolge, wie Sie da sitzen, von den Statements her machen, also mit Herrn Herz starten, dann zu Frau Demuth kommen und mit Frau Kluber beenden. Herr Herz, dann haben Sie das Wort.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Frau Senatorin. Erstens will ich danken, dass Sie dieses Thema überhaupt hier in die Öffentlichkeit noch mal stärker bringen. Denn jenseits aller präventiven Ergebnisse, die wir damit hervorheben können und müssen, und der Dankbarkeit, dass wir überhaupt auch als Land Berlin in die Berlin, also in die Hausbesuche, Frau Senatorin hat das ja gerade schon ausgeführt, es ist kein neu erfundenes Rad aus dem Land Berlin, aber auch als Land Berlin in die Hausbesuche eingestiegen sind, ist, glaube ich, aus viel weiteren Gründen noch wichtig. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass jenseits einer alternden Gesellschaft das Thema Einsamkeit auch eine ganz andere Rolle spielt. Und ich muss Ihnen wahrscheinlich auch nicht erzählen, egal wo Sie alle schon in politischer Funktion tätig waren, dass es eher seltener vorkommt, dass Sie begeistert Zuschriften bekommen von Menschen, die sich schlicht bedanken wollen, sondern in der Regel kriegen sie eher Beschwerden. Das ist hier genau andersrum der Fall. Und das ist nicht deswegen schön, weil Sie sich dann mehr freuen könnten als Verantwortlicher, dass Sie was Positives lesen, sondern schlicht und einfach, was Sie Positives lesen. Dass Menschen sich schlicht freuen, gar nicht unbedingt, wenn sie den Hausbesuch sogar wahrgenommen haben, sondern überhaupt, dass sie in dem Fall von der öffentlichen Hand, im Fall der Berliner Hausbesuche von Bezirksstadtrat und dann auch natürlich von denjenigen, die es für uns machen, in dem Fall den Materieller Hilfsdienst, einfach Ansprache bekommen haben, dass sie wahrgenommen wurden, dass sie damit die Möglichkeit bekommen, natürlich die dann sehr, Gott sei Dank, professionellen Gesprächsangebote bei sich in der Häuslichkeit oder auch an einem anderen Ort zu erhalten, aber in allererster Linie tatsächlich, dass sie das Gefühl haben, hier möchte jemand etwas für mich tun, um es mal ganz, ganz simpel auszudrücken. Dass wir damit, wenn die einzelnen Menschen das annehmen, natürlich eine Professionalität reinbekommen, das ist richtig und notwendig. Aber alleine die Tatsache, dass wir älteren Menschen zeigen, wir nehmen sie wahr und wir wollen ein Angebot schaffen, wir wollen ihnen Hilfe und Unterstützung geben, wenn sie konkrete Notwendigkeiten haben, weil wir alle, glaube ich, wissen, dass das Zurechtfinden im Beratungsdschungel für uns vermutlich schon nicht so einfach wäre, geschweige denn zu wissen, was haben wir überhaupt alles für Beratungsangebote, aber tatsächlich nochmal die konkrete Unterstützung von Menschen, die zu Ihnen kommen, das habe ich ja selber erlebt, es ist jetzt nicht heraussehend für den Malteser Hilfsdienst an sich, weil die tatsächlich in ihrer Funktion immer freundlich sind. Aber ich sage es trotzdem so, wie es mir gerade auf der Zunge lag. Von Menschen, die zu Ihnen kommen und schlicht freundlich mit Ihnen umgehen. Für Sie da sind, zuhören, ein offenes Ohr haben und auch die Zeit mal haben. Und nicht wie in anderen Zusammenhängen, das ist dem Einzelnen dann gar nicht vorzuwerfen, aber eben getaktet sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und deswegen kann ich nur dringend dafür werben, jenseits aller praktischen Fragen, die sich immer mit solchen Projekten ergeben, vom Datenschutz über, wie kriegen wir das hin, wenn wir ausweiten, den Versand auch noch wahrzunehmen. Da will ich ausdrücklich mich bedanken, dass zumindest in diesem Jahr wir das Ganze in der Ausweitung auf den ganzen Bezirk über das IDDZ fahren können, weil auch da erzähle ich Ihnen nichts Neues, will es trotzdem ausdrücklich sagen, dass die Berliner Sozialämter gerade nicht darunter leiden, nichts zu tun zu haben und deswegen ein Versand von solchen Schreiben irgendwann an Grenzen stößt, ist dann notwendig, dass ein Dienstleister das für uns macht. Das machen wir seit diesem Jahr oder werden wir jetzt ab diesem Jahr machen und dafür will ich ausdrücklich auch die Dankbarkeit zeigen. Also insgesamt mein Fazit, wenn wir zu Menschen kommen, gerade zu Älteren, ist das in erster Linie für ältere, potenziell auch einsame Menschen gut, aber am Ende für die gesamte Gesellschaft, unabhängig davon, dass wir, glaube ich, auch alle wissen, dass wir von denjenigen, die dieses Land aufgebaut haben und vor uns gestaltet haben, nur lernen können. Vielen Dank, Herr Herz. Dann kommen wir zu Frau Demuth. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die heutige Einladung in das Abgeordnetenhaus und die damit verbundene Möglichkeit, Ihnen auch als durchführender Dienst einen Einblick in das Projekt Berliner Hausbesuche zu verschaffen. Zunächst möchten wir uns bei der Koalition bedanken, dass sie den Bedarf für präventive Hausbesuche in der alternden Gesellschaft, aber auch in der Hauptstadt der Einsamkeit erkannt haben. Damit haben sie mittlerweile rund 2300 Senioren und Seniorinnen die Chance ermöglicht, Anschluss zu finden. Anschluss in der Gesellschaft, Anschluss an das Hilfesystem oder auch Anschluss an die Strukturen, die das Land Berlin bietet. Des Weiteren möchten wir uns auch bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege für die gute Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren bedanken. Ein besonderer Dank gilt hier Frau Matt-Olscher, die uns seit Tag 1 begleitet. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Senat sowie den Bezirken konnten wir in den letzten 3 Jahren ein gigantisches Projekt auf die Beine stellen.
welches in der Landschaft Deutschlands einzigartig ist. Seit 2024 haben wir als Träger die Möglichkeit, in 12 Bezirken agieren und voneinander profitieren zu können. Dadurch können Onboarding- und Schulungsprozesse verkürzt bzw. vereinfacht werden, Vertretungssituationen gelöst und Öffentlichkeitsmaßnahmen ausgebaut werden. Präventive Hausbesuche gewinnen seit Jahren immer mehr an Bedeutung, sodass bereits über 40 Kommunen und Bundesländer diese umsetzen. Ziel ist es, ältere Menschen auf vorhandene Angebote für die Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter aufmerksam zu machen. Mit diesem kostenfreien Angebot bieten qualifizierte Fachkräfte, Senioren und Seniorinnen Informations- und Vermittlungsgespräche zu Themen rund um das Leben im Alter an. In unserer Lotsenfunktion zeichnen wir uns im Alltag als Wegweiser durch den Angebotsdschungel Berlin aus, indem wir an die bestehenden Strukturen andocken können. Dabei stehen die Bedürfnisse der Zielgruppe 70+ im Vordergrund. Schaut man sich die Entwicklung des Projektes an, so war diese rasant. Während wir zum Projektstart im Sommer 2021 lediglich in 2 Sozialräumen aktiv waren, so kamen bereits Ende 2022 5 weitere Bezirke dazu, bis wir knapp ein Jahr später nun auch die letzten 5 Bezirke bespielen können. Dieses Wachstum schlug sich dementsprechend auch auf die Größe des Teams nieder, sodass wir nun bei jeweils 2 Lotsen je Bezirk insgesamt von 24 Lotsen und Lotsinnen plus einer Projektkoordinatorin und einer Projektleitung sprechen. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir davon lediglich 6 Stellen noch nicht besetzt, was zu Zeiten des Fachkraftmangels dennoch für uns spricht. Dadurch, dass wir alle bei einem Träger angestellt sind, können wir uns hier untereinander vertreten und die Durchführung der Hausbesuche berlinweit garantieren. Wie erfolgreich die Hausbesuche sind, hat die Evaluation der ersten beiden Modellphasen ergeben, welche durch Ramboll begleitet worden ist, weshalb ich Ihnen gerne einige Kernaussagen daraus vermitteln möchte. 9% der Menschen wiesen einen Migrationshintergrund auf. Das Durchschnittsalter lag bei 78,1 Jahr. Jedoch war die Altersspanne der Menschen, die wir erreichen konnten, sehr groß, da die Nutzer zwischen 70 bis 90 Jahren alt waren. Der Großteil der Nutzer und Nutzerinnen bewahrt die Informationsmaterialien auf, die ihnen die Lotsen und Lotsinnen während des Gesprächs aushändigen. Sie enthielten viele wertvolle Kontakte, um aktuelle und auch zukünftige Bedarfe adressieren zu können. Knapp 90% der befragten Nutzer und Nutzerinnen bewerteten das Informationsgespräch als sehr nützlich. Die vermittelten Informationen seien bedarfsgerecht und interessant gewesen und viele berichteten von den diversen Angeboten und Leistungen, auf die sie durch die BHB aufmerksam gemacht wurden, zuvor nichts gewusst zu haben. Die Berliner Hausbesuche motivieren und ermutigen außerdem viele Nutzer und Nutzerinnen dazu, ein Angebot in Anspruch zu nehmen. 3/4 der Befragten wollten nach ihrem Gespräch ein Angebot kontaktieren. Dadurch, dass wir als Träger das ganze Projekt verwalten dürfen, können wir von Synergien profitieren und berlinweit öffentlichkeitswirksame Kampagnen umsetzen, sodass wir nun auch 3 Erklärfilme, einen Radiospot als auch 9 Plakatmotive nutzen können. Des Weiteren haben wir eine umfangreiche sozialräumliche Öffentlichkeitsarbeit, in der wir auf Apotheken, Hausärzte, aber auch Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften unter anderem zugehen. Durch unsere Teilnahme an Kiezfesten oder anderen Veranstaltungen mit Netzwerkpartnern kommen wir zum Beispiel auf den Sozialtagen im Shoppingcenter Eastgate oder dem Lindencenter, aber auch während der Seniorenmesse mit unserer Zielgruppe ins Gespräch. 1/3 der Nutzer und Nutzerinnen kontaktierte die Berliner Hausbesucher als Reaktion auf das Anschreiben, welche die Bezirke versenden. Knapp die Hälfte konnte über die Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Durch unsere vielfältigen Zugangswege versuchen wir nach wie vor diejenigen zu erreichen, die bisher schwer erreicht worden sind. Dazu zählen insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch alleinlebende Menschen sowie Menschen, die sich in wirtschaftlich prekären Verhältnissen befinden. Letzteres betrifft im Jahr 2024 bereits 10% unserer Hausbesucher. Wir merken, dass mit zunehmender Projektdauer sich die Hausbesuche immer mehr etablieren können und damit auch die Inanspruchnahme steigt. Dies ist insbesondere wichtig im Hinblick auf sozial benachteiligte Regionen, da hier die Hemmschwelle zu Beginn noch deutlich höher ist, sich bei einem solchen Angebot zu melden. Mittlerweile erreichen uns teilweise Anrufe aus Neuhohenschönhausen Nord, in denen der Briefversand des Bezirksamtes 3 Jahre lang her ist, der Brief aufgehoben wurde und nun der entscheidende Anruf getätigt wird. Sodass ich Sie an dieser Stelle bitten möchte, an die Langfristigkeit zu denken, die ein solches Projekt benötigt. Nach mittlerweile 2200 durchgeführten Hausbesuchen können wir Ihnen zurückmelden, dass die Bedarfe der Senioren und Seniorinnen im Land Berlin sehr unterschiedlich sind. Teilweise kommen wir im Hausbesuch in prekäre Situationen, teilweise erwartet man uns mit Kaffee und Kuchen und der Frage, wo sich der nächste Sportkurs befindet. Aber eines ist in allen Hausbesuchen immer gleich. Am Ende dankt man nicht nur uns in persona, sondern auch der Berliner Politik für diese Möglichkeit, aber auch dafür, dass sich viele ältere Menschen nun weniger einsam und mehr gesehen fühlen. Danke. Vielen Dank für diese sehr eindrückliche Schilderung aus der Praxis. Dann kommen wir jetzt zu Frau Kluber.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich auch die Perspektive der Evaluation vorstellen kann. Mein Team und ich haben die Konzeption mit begleitet und auch die beiden Modellphasen der BHB. Ich werde jetzt kurz den Prozess und die Ergebnisse vorstellen. Genau, bei der Konzepterstellung wurde durch einen großen Beteiligungsprozess die Berlin-spezifische Konzeption präventiver Hausbesuche erstellt. In diesem Ergebnis wurde festgelegt, wer die Zielgruppe ist, was die Zugangswege sein sollen, welche Leistungen und Maßnahmen durchgeführt werden, wie die Qualifikation der Lotsinnen und Lotsen sein soll. Es wurden Faktoren der Umsetzung festgelegt, Kooperation und Vernetzung sowie die Verantwortlichkeiten der Akteure. Anschließend wurde die erste Modellphase gestartet in den beiden Modellregionen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg. Und auch dann anschließend die zweite Modellphase. Beide haben wir evaluatorisch begleitet, haben Schlussfolgerungen gezogen und Handlungsempfehlungen gegeben. Genau, jetzt würde ich die Ergebnisse vorstellen und beide Modellphasen dort zusammenfassen. Also in den beiden Modellphasen wurden über 1000 Informationsgespräche durchgeführt. 3/4 der Nutzerinnen und Nutzer waren Frauen. Und genau, mit zunehmender Projektdauer etablierten sich die BHB in den Modellregionen und die Inanspruchnahme stieg an. Knapp die Hälfte der Gespräche fand als Besuch in der Häuslichkeit statt. 1/4 nahm aber auch die Möglichkeit in Anspruch, das Gespräch an einem anderen Ort oder als Telefonat durchzuführen. Auch ein interessantes Ergebnis ist, dass 1/5 der Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit eines Folgekontaktes in Anspruch nahmen. Wie bereits schon erwähnt, erreichen die Berliner Hausbesuche eine breite Altersspanne mit dem Durchschnittsalter 78,1 Jahre. Und 3/4 der Besuchten leben allein, 9% hatten einen Migrationshintergrund. Knapp 90% der befragten Nutzerinnen und Nutzer, die wir in der Evaluation befragt haben, das waren in der ersten Phase 41 Personen, in der zweiten Phase haben wir 95 Personen befragen können. Diese bewerten das Informationsgespräch als sehr nützlich. Die vermittelten Informationen seien bedarfsgerecht und interessant gewesen. Und viele berichteten auch, dass sie eben von Angeboten erfahren haben, von denen sie vorher noch nichts wussten. Ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer behält die Informationsmaterialien, die sie bekommen haben bei dem Besuch, für den Moment, dass sie eben dann nützlich werden können. Auch die Gesprächsatmosphäre wurde als sehr angenehm empfunden und als positiv bewertet. Auch wurde gesagt, dass die BHB die Nutzerinnen und Nutzer motivieren konnten, ein Angebot in ihrem Sozialraum in Anspruch zu nehmen. Dabei interessierten sich die meisten Nutzerinnen und Nutzer für Angebote der Freizeitbildung und Kultur, sowie Wohnen, Haushaltshilfen und Alltagshilfen. Zum Inhalt der Gespräche wurde auch gerade schon von der Senatorin ein bisschen etwas gesagt. Gut 3/4 der Nutzerinnen haben konkrete Fragen oder Anliegen. Vieles bewegt sich im Bereich Gesundheit und Pflege und den Bereichen, die ich gerade schon angesprochen habe. Genau. Zum Zugang hat sich dargestellt, dass 1/3 der Nutzerinnen und Nutzern auf das Anschreiben des Bezirkes reagiert und da die Berliner Hausbesuche in Anspruch nehmen möchte. Die Hälfte wurde über die Öffentlichkeitsarbeit erreicht und der Rest konnte über Mundpropaganda aufmerksam gemacht werden. Wie gerade schon angesprochen, gab es eben eine Öffentlichkeitsarbeit, die sehr intensiv betrieben wurde und somit eben auch sehr viele Menschen erreichen konnte. Auch die Netzwerkarbeit, die durch die Lotsen und Lotsinnen betrieben wurde, hat ihre Wirkung gezeigt. Das Angebot konnte sich bekannt machen in den Sozialräumen und weitere Vermittlungsangebote erreicht werden. Die Zusammenarbeit der Altenhilfe- und Geriatriekoordinatoren, die eben in den Modellregionen das Projekt koordiniert haben und den QPK und auch in der Zusammenarbeit im Steuerungsgremium mit der Senatsverwaltung und dem Malteser Hilfsdienst hat sich bewährt.
und auch die Zusammenarbeit mit den wichtigen Kooperationspartnerinnen wie den Pflegestützpunkten, den Kontaktstellen Pflegeengagement, den Seniorenvertretungen, den sozialpsychiatrischen Diensten, Quartiersmanagement, Stadtteilkoordination und so weiter, hat gut funktioniert und konnte gut angestoßen werden. Also dadurch, dass sich dieses Organisationsmodell bewährt hat und auch die Umsetzung als sehr positiv von den Nutzerinnen und Nutzern dargestellt wurde, ist für uns eine ganz klare Empfehlung, dass es ein großes Potenzial hat, die Berliner Hausbesuche für ganz Berlin nutzbar zu machen. Und genau damit würde ich auch abschließen. Ja, vielen Dank nochmal für die Darstellung, auch Ihre Evaluation. Ich habe jetzt eine Redeliste, ich lese schon mal kurz vor. Und für die, die noch nicht bei einer Anhörung waren, es gibt jetzt die Gelegenheit für die Abgeordneten, Ihnen nochmal Fragen zu stellen, dann können Sie darauf nochmal reagieren und auch der Senat wird nochmal darauf antworten. Und in der Regel kommt von jeder Fraktion eine Person, manchmal aber auch mehrere. So, ich habe jetzt Herrn Zander, Herrn Obelode, Herrn Schatz, Frau Gebel und Frau Adle. Dann fangen wir mit Herrn Zander an. Ja, vielen Dank. Dass Sie da sind und was Sie uns berichtet haben. Das klingt ja wirklich sehr aufmunternd, aufbauend, sehr positiv, was Sie auch an Rückmeldungen berichtet haben. Dass es einfach wichtig ist, auch zu den Menschen zu gehen und das auch dann tatsächlich hinzugehen und sie sozusagen auch abzuholen. Und man kann ja nicht darauf warten, dass die Leute zu einem kommen, dass man hier noch weitere Konzepte eben entwickelt hat. Ich habe jetzt ein paar konkrete Fragen noch dazu. Einmal zu Anna Herz. Es wurde gesagt, das ITDZ ist jetzt beauftragt, die weiteren Briefe rauszuschicken. Das heißt, inwieweit ist der Umsetzungsstand jetzt konkret in Charlottenburg-Wilmersdorf? Also wie viele Regionen sind bislang schon bespielt worden? Wie viele kommen hinzu? Ist es dann der komplette Bezirk? Wie viele Briefe werden das ungefähr sein? Dann hatte Frau Demuth gesagt, 24 Lotsinnen und Lotsen sollen es nachher sein, 6 fehlen noch. Jetzt würde mich interessieren, sind einige Bezirke komplett ausgestattet, also müssen ja dann, welche Bezirke sind komplett schon mal ausgestattet mit Personal, wo fehlt es dann noch? Und wie gewinnen Sie die Lotsinnen und Lotsen und was haben diese für einen beruflichen Hintergrund? Das andere ist, wie geht es jetzt mit der Verstetigung und künftig weiter? Klar, beim Auftakt gehen erstmal alle Briefe raus. Wie soll das in Zukunft laufen? Sie haben ja gesagt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Sie machen Öffentlichkeitsarbeit und erreichen dadurch Menschen. Es rufen Menschen an, die die Briefe vor 3 Jahren schon bekommen haben, haben Sie gesagt. Ist jetzt aber geplant, in regelmäßigen Abständen sozusagen Erinnerungen wieder an dieselbe Zielgruppe zu schreiben. Wie geht man mit denen um, die jetzt gerade eben mit dem 70. Geburtstag genau in die Zielgruppe gekommen sind? Bekommen die das automatisch oder wartet man dann 1-2 Jahre, bis sie dann diese Schreiben wieder bekommen haben? Und wenn Sie eben, sag ich mal, in der Verstetigungsphase sind, welche Art von Öffentlichkeitsarbeit soll dann etabliert werden, damit es immer was gibt? Und wenn Sie jetzt dann voll besetzt sind, wenn Sie also alle Lotsen und Lotsen eingestellt haben, würde mich als letzte Frage interessieren, über welche Kapazität von der Anzahl her der Hausbesuche verfügen Sie denn dann? Wie viel können Sie im Jahr besuchen? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Obelode. Ja, vielen Dank. Vielen Dank primär an Sie drei, dass Sie heute hier sind. Finde ich immer sehr schön, weil wir da einen guten Einblick bekommen in Ihre Arbeit, für die ich Ihnen auch sehr danken möchte, auch im Namen der AfD-Fraktion. Sie haben erwähnt, dass 9% der Nutzer dieses Angebotes Migrationshintergrund haben. Das erstaunt aus zweierlei Gründen. Zum einen, dass wir überhaupt Zahlen bekommen. Es ist ja in der politischen Debatte leider nicht immer gang und gäbe, zu allen Fragestellungen den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zu erfahren. Insofern freuen wir uns hier für die Zahlen und für die Offenheit in diesem Punkt. Aber der zweite Punkt ist, warum sind es so wenige?
Das interessiert mich deswegen, weil ich mir nicht denken kann, warum bei einem Migrantenanteil in Berlin von knapp 40% hier gerade mal 9% so ein Angebot nutzen. Ist es so, dass Sie diese Menschen sprachlich nicht erreichen, weil sie sprachlich nicht so ausreichend fit sind, diesen Angeboten zu folgen? Oder betrachten Sie offizielle Schreiben häufig als für Sie nicht zuständig und als für Sie nicht relevant? Oder sind die sozialen Gefüge, in denen diese Menschen leben, so gefestigt, sind ihre Familienverbünde so funktionierend, dass sie der Meinung sind, dass diese Fragestellungen für sie nicht relevant sind, weil das menschliche Miteinander, in dem diese Menschen leben, als so gesund empfunden wird, dass staatliche Fürsorge in diesem Umfang für die Menschen gar nicht notwendig ist? Herr Schatz, Sie sind der Nächste auf der Redeliste. Alles klar, vielen Dank. Also Herr Obel, wenn Sie die Evaluation gelesen hätten, dann wüssten Sie ja, dass mit Leuten gesprochen worden ist, die das Angebot genutzt haben und nicht mit Leuten, die das Angebot nicht genutzt haben. Insofern ist es relativ schwierig, irgendwie herauszufinden, warum Leute das Angebot nicht genutzt haben. Weil ja mit denen geredet worden ist, die das Angebot genutzt haben. Aber insofern kann man doch, Sie haben gefragt, also weshalb irgendwie Leute das Angebot nicht genutzt haben. Das können die Anzuhörenden, glaube ich, nicht beantworten. Das glaube ich, dass Sie mich das nicht gefragt haben, aber ich habe zugehört und meine Gedanken dazu, die ich jetzt hier äußere, das steht mir zu. Das ist Ihr Kommentar. Trotzdem will ich gerne die Frage aufgreifen der Nutzung des Angebots durch 9% Menschen mit Migrationshintergrund. Mich interessiert dann in der Tat die Frage, ist denn beim Erstkontakt mal darüber, also wir reden über die Generation der Gastarbeiterinnen, die in der ersten Generation oder in der zweiten Generation nach Deutschland gekommen sind und mittlerweile auch das Alter 70 plus erreicht haben. Also welche sprachlichen Zugänge werden denn da, also ist beispielsweise das Anschreiben auch mal muttersprachlich verfasst oder steht da wenigstens eine Möglichkeit in anderen Sprachen, dass die Leute wissen, ich kann da auf eine Internetseite gehen oder ich kann wo anrufen, also dass dann tatsächlich auch dieser Zugang hergestellt wird am Ende, das interessiert mich wirklich, dass wir diesen Anteil, den ich mit in der Tat 9% auch relativ für gering halte, dass wir den steigern können und insgesamt mal gucken können, gibt es da Probleme. Herr Herz, Sie hatten den Versand über das ITDZ angesprochen. Da interessiert mich, machen das alle Bezirke jetzt so? Und es war ja in der Evaluation durchaus unterschiedlich, wie das in den Bezirken gehandhabt wurde, auch mit dem Versand der Briefe. Es war in der Diskussion hier bei uns im Abgeordnetenhaus ganz klar das Ziel formuliert, dass wir wollen, dass alle 70 plus angeschrieben werden. Und ich finde, sag ich mal, und waren ja auch verschiedene Debatten oder verschiedene Varianten im Gespräch, dass man dann sagt, wenn beispielsweise Geburtstagsgratulationen kommen oder Kontakte über die bezirklichen Sozialkommissionen, dass auch immer wieder auf das Projekt hingewiesen wird, da interessiert mich die Praxis, funktioniert das? Sie haben in der Evaluation ein Problem sehr konkret aufgeworfen, was ich wirklich sehr spannend finde, nämlich die Frage des Kontakts zum bezirklichen, zum krankenhauslichen Entlassungsmanagement. Sind Sie da einen Schritt weiter? Also, weil das ist ja in der Tat ganz oft die Situation, wenn Leute, sag ich mal, im Krankenhaus waren, weil sie gestürzt sind, dann wieder in die Häuslichkeit zurückgeschickt werden und dann doch niemand da ist, außer vielleicht der 15-minütige Besuch vom Pflegedienst, um den Waschlappen zu schwingen und mal kurz das Geschirr abzuwaschen. Aber ansonsten relativ wenig Kontakt. Da interessiert mich, sind wir da einen Schritt weiter? Was bräuchten Sie da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch? Und vielleicht noch mal ein Thema, weil das ja durchaus auch, sag ich mal, eine andere Frage betrifft. Sie haben Dokumentation und auch Vernetzung mit anderen Akteuren noch mal angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch immer mal das Wort Datenschutz kommt, wenn man über sowas redet. Aber ich weiß, dass gerade so im klassischen Fallmanagement so ein Datenaustausch mal ganz wichtig sein kann. Wie funktioniert das und was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Und wenn es da Probleme gibt, dann würde ich mich auch freuen, wenn Sie die auf den Tisch legen könnten, weil dann müssen wir damit umgehen.
Danke. Vielen Dank, Herr Schatz. Dann bin ich jetzt auf der Redeliste oder auf der Frageliste vielmehr. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe in der Evaluation gelesen, dass es gedacht war oder ist, dass man die Daten, die man im Zuge dieser Hausbesuche erfasst, dass die auch in die Versorgung, sage ich jetzt mal, der SeniorInnen und Pflegebedürftigen reinfließen sollen. Da jetzt ja momentan das Altenhilfestrukturgesetz erarbeitet wird, habe ich mich gefragt, ob es eine strukturelle Verbindung von diesen Ergebnissen und der Erarbeitung des Altenhilfestrukturgesetzes gibt oder ob Sie das für sinnvoll erachten, weil dort ja, sage ich mal, dieser gesetzliche Prozess stattfindet, was die Bedarfe sind. Und wir kommen ja selten an so eine breite Datenbasis ran. Dann habe ich mich auch bei dem, weil Sie haben ja auch in Ihrer Evaluation geschrieben, das Thema Entlassmanagement im Krankenhaus, das, was auch Herr Schatz gefragt hat, hat mich auch bewegt. Mich würde interessieren, ob es geplant ist, das vielleicht an alle drei, dass man mit den Krankenhäusern auch eine Kooperation macht. Also ich meine, man kann das ja entweder von den Bezirken her machen, man hat ja bestimmte Krankenhäuser bei sich, oder die Malteser sprechen mit den Krankenhäusern, von denen sie wissen, dass, man sieht das ja auch in den Fallzahlen, man kann ja auch mit Vivantes und Charité anfangen, dass man dort mit den Sozialdiensten, die das Entlassmanagement organisieren, kooperiert, dass es eben dann direkt eine Nachricht an Sie gibt als Hausbesuch und dass das dann nachgehalten werden kann und dass dann vielleicht auch noch mal eine Einladung kommt zum Hausbesuch, weil die Leute das dann in der Regel in dieser Situation vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Und das sieht man ja auch aus anderen Projekten wie Cardio Lotso oder so, dass wenn es diese Nachbetreuung gibt, dass die Menschen gesünder bleiben und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht wieder zurück ins Krankenhaus zu müssen. Deswegen daran anknüpfen, das wäre noch mal eine Frage an Frau Kluber, aber vielleicht können die anderen das auch sagen, aber Sie haben es ja evaluiert. Sie haben ganz viel in der Evaluation gesagt, dass die Leute positives Feedback geben, zufrieden sind, aber können Sie auch was sagen, ob die Leute gesünder sind? Also haben Sie auch als Benchmark genommen, wie häufig die Leute ins Krankenhaus sind oder zum... Also in der Pflegebedürftigen ist das natürlich auch wahrscheinlich schwierig, das zu chiffrieren, aber zu messen, genau. Aber das fände ich doch tatsächlich auch nochmal interessant, weil das uns ja sehr, also unser Ziel ist ja, dass die Leute länger eigenständig leben können, in der Häuslichkeit verweilen können und so weiter. Trotzdem wissen wir natürlich, dass das Alter auch ein unaufhaltsamer Prozess ist, der zum Leben dazugehört. Aber vielleicht können Sie das ja auch nochmal einordnen. Dann haben Sie angesprochen, dass Sie das... hatte ich auch als Frage gestellt, dann haben Sie das alles gesagt, dass es diese ganze Koordination mit den anderen Angeboten gibt. Und soweit ich das in Evolution gelesen habe, ist ja auch das Projekt aus der Abfrage der Trägerstruktur entstanden, die gesagt haben, das bräuchte man eigentlich. Also das ist ja ein organisch gewachsenes Projekt, zumindest steht das in der Evolution drin. In der Genese war ich nicht dabei. Ich habe mich gefragt, ob neben Pflegestützpunkt, Seniorenvertretung, Stadtteilkoordination und so weiter es auch eine Verzahnung mit dem medizinischen Dienst geben sollte und muss oder ob es das auch gibt. Weil der medizinische Dienst trifft ja zumindest schon mal alle Leute, die pflegebedürftig sind. Und sag ich mal, das ist ja die häufigste Kontaktsituation neben hausärztlichen Strukturen. Und ich finde, das dann auch noch mal zusammenzubringen, eigentlich ganz... ganz spannend und wichtig, zumal mir häufig berichtet wird, dass es dann zwar den medizinischen Dienst gab mit der Pflegeeinstufung, aber dass dann die Fragezeichen entstehen und da kommen Sie ja eigentlich auch ein bisschen ins Spiel. Und dann habe ich noch zwei Fragen und zwar, ich habe das so verstanden, dass das in anderen Ländern erst ab 80 ist. Ich finde es aber auch richtig, dass wir das ab 70 machen. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Mich würde nur mal interessieren, ob Sie diese Alterseinstufung bei den jungen Alten, sage ich jetzt mal, ob Sie das positiv bewerten würden oder ob, weil es hat ja auch Frau Demuth gesagt, Sie ja die Situation erlebt haben, dass Leute sich auch mit zeitlichem Verlauf melden, also nach 3-4 Jahren. Und das bedeutet ja, es ist total wichtig, dass, ein frühes Angebot zu haben und wir außerdem ja auch wissen, dass Menschen, die eben in prekären Verhältnissen gelebt haben und auch die Leute, die wir jetzt mit 70, 80 haben, das sind ja auch die, die sind ja sehr stark auch von prekärer Armutsmigration betroffen, eine erste Generation zum Teil noch. Das heißt also, das sind Leute, die haben
natürlich sind, sag ich mal, in eine Altersstruktur mit 70 eingetreten, wo andere vielleicht mit 80 sind. Ja? Und deswegen macht es durchaus Sinn, die Leute so früh wie möglich zu erreichen. Aber es fände ich nochmal toll, ob Sie da was zu sagen können, ob das auch tatsächlich einen Effekt hat. Und dann natürlich auch als letztes die Frage, welche Strategie, glauben Sie, müssen wir auch als Land unterstützen, damit wir diejenigen, die wir nicht erreichen, nämlich die 31% aus der Gruppe derer mit Migrationshintergrund und Menschen, die ja, in einer prekären Situation leben und oder, dass wir da nochmal ein Angebot, wie man das ausweiten und qualifizieren müsste. So, das sind meine Fragen und dann kommen wir zu Frau Adle. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Anzuhörenden im Namen der SPD-Fraktion meinerseits. Ich habe auch einige Fragen und zwar zunächst einmal an Herrn Herz. Da vielen Dank, dass Sie mutig hergekommen sind und für die Bezirksämter sprechen sozusagen als Stadtrat. Da würde ich gern mich darüber freuen, wenn Sie vielleicht mehr Informationen geben könnten, wie das auf Seiten des Bezirksamtes aussieht. Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie, die konkret sich mit Berliner Hausbesuchen befassen? Oder ist das nur das Erstschreiben, was rausgesendet wird und alles andere wird weitergegeben an die Berliner Hausbesuche, die das vor Ort erledigen? Gibt es auch Sprachmittler, wenn Hausbesuche getätigt werden in anderen Sprachen? Und wie viele Briefe wurden, Sie hatten ja gesagt, wie viele versendet wurden, aber wie viele sind darunter, die reaktionslos geblieben sind, das heißt eben Menschen nicht zu Ihnen gefunden haben, mit Hilfeunterstützungen, trotz der Angebote, die man macht? Und welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen werden ergriffen, wenn das Thema der Einsamkeit rückgekoppelt wird ans Bezirksamt? Gibt es Ihrerseits Schritte, die Sie einleiten, die langfristig etabliert werden können? Weil das Thema der Einsamkeit ist ja kein Thema, das kurzfristig bleibt, sondern eher langfristig bedrohlich ist für den Menschen. Und es gibt leider ja auch junge Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind. Die werden wir natürlich über diese Form der Arbeit, wenn wir 70 plus ansprechen, nicht leicht erreichen können. Werden noch andere Möglichkeiten dahingehend angedacht? Haben Sie da Ideen als Bezirksamt, als sozial sozusagen zuständiges Amt im Bezirk für Soziales, da Ideen zu entwickeln, dass man auch junge Menschen erreicht, die sowohl krank sind, aber auch einsam sind, nicht allein zu lassen, wenn das ihnen gemeldet wird? Da ist ja natürlich nicht Aufsuchen seitens des Amtes dann die Möglichkeit zunächst gegeben, sondern auf ein Telefonat, was sie erreicht und ihnen das gemeldet wird. Ist das Thema, wäre für mich wichtig, Frau Demuth, der Ernährung bei Ihnen Thema geworden? Ist Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefallen, dass die Menschen, die Sie besuchen, mit dem Thema Ernährung vielleicht ein bisschen unterstützt werden sollten? Information, Beratung wird angeboten, ohne Zweifel. Vielen Dank auch dafür, für Ihre Arbeit, die Sie tätigen. Die Menschen sind wirklich sehr dankbar für sowas, weil eben dieses Aufsuchende gerade in unserer Zeit sehr wichtig ist. Wie meine Kollegin Frau Gebler gesagt hat, das gute Lebengesetz, das alte Hilfestrukturgesetz, was wir als Berliner Land als Vorreiter ins Leben rufen wollen, ist ja noch nicht auf den Weg gebracht. Sollte das erreicht sein, haben wir vielleicht schon viel erreicht. Aber bis dahin ist ja noch was zu tun. Können Sie da vielleicht noch ein paar Informationen geben? In Ihrem Team, den 24, die Sie jetzt zunächst haben, sind da auch welche mit Mehrsprachigkeit unterwegs, dass man da schon ohne Sprachmittler die notwendige Unterstützung und Hilfe geben kann? Vielen Dank erstmal auch meinerseits. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte Herr Schatz noch eine ganz kurze Bemerkung. Nee, ich hatte noch drei Fragen. Aber kurze Fragen. Drei kurze Fragen. Und zwar erstens, das Dokumentationssystem ist nochmal angesprochen worden, was ja in der Tat eine wichtige Datengrundlage für ganz viel sein kann. Bestünde da beispielsweise auch für Abgeordnete die Möglichkeit, da mal reinzugucken? Frage ich jetzt einfach mal so. Dann will ich gerne eine Frage, das erspart dann uns vielleicht eine zweite Runde. Mich interessiert nochmal, die Senatorin sagte vorhin im aktuellen Bericht, dass der Haushalt einer Gesamtrevision unterzogen wird.
Und nun ist ja auch dieser Titel nicht unbedeutend aufgestockt worden während der Haushaltsberatung, um tatsächlich dieses Projekt dann auch flächendeckend ausrollen zu können, was unser gemeinsames Ziel war. Mir stellt sich natürlich die Frage, steht das dann auch mit auf dem Prüfstand? Da hätte ich gerne vom Senat eine Antwort drauf. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt einmal zu den Anzuhörenden und wir machen das immer dann in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, Frau Kluber, Sie wären jetzt die Erste. Dann kommen wir zu Frau Demuth und dann kann Herr Herz schließen. Frau Kluber. Fange ich mit der ersten Frage an. Warum konnten so wenig Migrantinnen erreicht werden? Genau, das wurde auch schon indirekt beantwortet. Das kann man nur mutmaßen. Wir haben nur die befragt, die erreicht werden konnten. Also das haben wir eben nicht evaluiert. Und genau, aber trotzdem ist natürlich dann auch die wichtigere Frage, wie kann die Ansprache verbessert werden, sodass mehrere oder ja eben der Bevölkerung entsprechend die Person erreicht werden können. Welche Maßnahmen es da gibt, kennt man aus der Sozialarbeit, dass es mehrsprachig ist, niedrigschwellig und in den Netzwerken bekannt ist. Genau, das kann ich an der Stelle zu dem Punkt mitgeben. Genau, dann gab es die Frage zur Dokumentation und dem Datenschutz. Da können wir von der Evaluation nicht viel zu sagen. Eben, genau, das Thema Entlassmanagement ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Es wurde ja gesagt, genau, dass die Dokumentation eben für Aufschluss auf die Bedarfe gibt und damit ja auch ein Mehrwert für andere Bereiche sein kann. Also es ist natürlich erstmal zur Verbesserung des Angebots an sich wichtig, kann aber auch eben für die weitere Sozial- und Gesundheitspflegeplanung in den Bezirken eine Rolle spielen. Das haben wir angeregt. An der Stelle kann ich da nicht was zu sagen, inwiefern es eine Rolle beim Altenhilfestrukturgesetz spielt, müsste dann jemand anders beantworten. Genau. Genau, dann gab es ja noch die Frage, ob die, warum die Ergebnisse so positiv sind, ob es da eventuell so ein Bias gab, dass die Personen gesünder sind oder können Sie. Nee, meine Frage ist, ob Sie auch als, also das eine ist, dass Leute sich freuen, dass sie ja mit Ihnen redet. Ist mal platt gesagt, aber das andere ist ja die Frage, hat sozusagen die Beratung auch einen qualifizierten Effekt auf die Gesundheit der Person und haben Sie das auch mitgemessen oder kann man, also man macht das bei den anderen Gesundheitsevolutionen ja häufig so, dass man sagt, die Frage ist, wie häufig kommt eine Person wieder ins Krankenhaus oder so und dann haben Sie das quasi als eine Messgröße, wobei das ja auch mit Vorsicht zu genießen ist. Also auf die Wirkung quasi ziehen Sie da ab, auf die. Ja, Sie beraten ja die Leute nicht nur gegen Einsamkeit, sondern eben auch in Gesundheits- und Pflegefragen. Mhm. Und die Frage ist ja, nehmen die Leute das an, hat das einen Effekt? Sind die Leute dann erst mit 95 im Pflegeheim? Oder, okay, oder wenden sich eh nur die gesünderen alles Leute klar an Sie? Also es ist ja, genau. Gibt es jenseits des individuellen Wohlbefindens noch andere Messgröße fürs Mikrofon? Okay, vielen Dank. Also genau, das haben wir nicht erhoben. Wir haben kurzfristige Wirkungseffekte erfragen können, also auf Gesundheit und so weiter. Das sind ja wirklich langfristige Wirkungen, die wir bisher, die in diesem kurzfristigen Projekt bisher noch nicht auch erfragt werden können. Aber eben, was wir wirklich als positiv sehen, was so eine kurzfristige Wirkung schon mal zeigt, ist eben, dass die Informationsmaterialien aufbewahrt werden für den Fall, dass und man dann eventuell auch gleich an die richtige Stelle gerät, um dann eben nicht in der Notaufnahme im Krankenhaus zu landen. Also da gibt es ja diese ganzen Effekte. Genau, auch das Ansprechpersonen, ein Fünftel haben ja diese Folgekontakte in Anspruch genommen. Das sehen wir eben auch als sehr positives Zeichen, dass dort dann eben jemand nochmal eine konkrete Nachfrage hatte und sich an eine richtige Ansprechperson gewandt hat. Genau, und auch die Anbindung an die soziale Infrastruktur dadurch, dass Angebote bekannt sind und wahrgenommen wurden und man dadurch eben eingebettet ist und eventuell auch eben Einsamkeit vorgebeugt werden kann. Aber in Bezug auf Gesundheit als so ein komplexes Thema wie das konnten wir noch nicht erheben. Ich glaube, das war von meiner Seite alles. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Dann Frau Demuth. Vielen Dank für das rege Interesse. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also zum aktuellen Umsetzungsstand, die Ausweitung wurde sukzessive vorgenommen. Das heißt, wir haben Stück für Stück mit den Bezirken gesprochen. Wir haben ja nun erst Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres Bescheid bekommen über die Ausweitung und mussten dann natürlich selber erstmal in Kontakt treten mit den einzelnen Ansprechpersonen und auch die Stelle erstmal ausschreiben. Aktuell ist unser Personalstand so, dass wir in Spandau zum 1.8. eine Kollegin bekommen und damit dort dann noch eine Stelle unbesetzt ist. In Mitte hat uns gerade die eine Mitarbeiterin wieder verlassen. Das heißt, der Bezirk ist aktuell nicht besetzt von der Lotsenfunktion her. Aber da haben wir uns den Bezirk quasi aufgeteilt, dass die Lotsen aus Reinickendorf zunächst erstmal unterstützen bei den Hausbesuchen und ich unter anderem die Netzwerktermine mitmache. Das heißt, auch da wird der Anschreiben, Versand wie geplant passieren. In Kreuzberg haben wir aktuell noch eine Stelle unbesetzt. Da hatte zum 1.5. ein Kollege angefangen. In Pankow hat jetzt zum 1.6. eine Kollegin angefangen, also fehlt uns auch noch eine Stelle. Und in Neukölln ist intern eine Kollegin gewechselt und ist somit seit 1.2. für den Bezirk als Ansprechperson da. Genau, soweit erstmal der Stand dazu. Wie gewinnen wir Personal? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Ausschreibung natürlich über die Seite der Malteser. Wir machen aber auch Werbung über Instagram. Wir hatten ja auch Fotos gemacht im Rahmen unserer Kampagne und die benutzen wir dafür auch. Wir haben teilweise die Hochschulen auch angeschrieben und um Ausschreibung gebeten. Und ansonsten über ganz unterschiedliche Netzwerke, die Lotsinnen eben auch und Lotsen eben auch aufbauen in ihren bezirklichen Strukturen. Genau. Der Briefversand. Der Briefversand passiert ganz unterschiedlich. Da musste man sich jetzt ganz kleinteilig wirklich jeden Bezirk angucken, weil da mehrere Faktoren zusammenfallen. Also bisher war es ja so, dass die Bezirke wirklich selbstständig angeschrieben haben, also selber auch wirklich dann da saßen und die Briefe zusammengetütet haben. Das findet ja ab diesem Jahr nicht mehr statt durch den zentralen Versand über das ITDZ. Und da ist es natürlich jetzt ein einfaches Abspracheverfahren. Teilweise nehmen wir da natürlich auch dann Rücksicht auf Urlaubssituationen, je nachdem. Aber ansonsten sehr unterschiedlich. Also wir hatten tatsächlich auch geplant, früher zu starten. Dann gab es ja nochmal die Änderung, dass wir jetzt nur noch 70, 75, 80 und 85 anschreiben, weshalb sich das alles nochmal ein bisschen geändert hat. Jetzt starten aber die einzelnen Versandgeschichten in den Bezirken. Genau. Die Kapazitäten der Hausbesuche. Wir reden immer in der Regel von 5 Hausbesuche je Lotse in die Woche. Das ist auf jeden Fall machbar und umsetzbar. Die Lotsen haben ja 30 Wochenstunden im Regelfall. Und das wäre machbar, aber wir müssen halt natürlich auch, sind auf die Anfragen einfach angewiesen, je nachdem, wie viele wir dann eben bekommen, verlagert sich das dann eben immer so ein bisschen, dass wir dann wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dann gehen die Hausbesuche wieder hoch, dann ist natürlich wieder weniger Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. Genau, und so regelt sich eigentlich die Arbeitswoche. Warum so wenige Menschen mit Migrationshintergrund? Wurde bereits angesprochen, dass es da vielleicht auch Vorbehalte gibt, denke ich. Wir haben aktuell den Flyer in 4 Fremdsprachen, in Arabisch, Türkisch, Russisch und Vietnamesisch. Geplant ist jetzt auch noch Englisch mit dazu zu nehmen. Und bisher war es ja so, bei dem Eintüten durch die Bezirke wurden dann quasi auch die Staatsbürgerschaft mit abgefragt. Und bei den Menschen, die 2 Staatsbürgerschaften hatten, wurde dann einmal der Flyer in der deutschen Sprache und einmal dann, je nachdem, wenn der Flyer vorhanden war, in der Fremdsprache mit dazu geparkt. Jetzt ist es so, dass durch den zentralen Versand wir quasi das Anschreiben auf Deutsch lassen und dann bei einer 2. Staatsbürgerschaft, zum Beispiel türkisch, den türkischen Flyer mit dazu packen würden, übers ITDZ. Genau, also es ist auch, wenn man über den Migrationshintergrund spricht, muss man sich halt auch ins Bewusstsein rufen, dass die Bezirke da auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Nicht jeder Bezirk hat gleich viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir haben jetzt im letzten Zuge Mitte, Kreuzberg und Neukölln auch mit dazu bekommen. Wir denken, da werden die Zahlen zwangsläufig auch nochmal steigen. Bisher war es so, dass sich der Migrationshintergrund ein bisschen auf Reinickendorf verlagert hat. Also da haben wir doch relativ viele Menschen auch erreicht. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Formate schon mitgemacht, unter anderem auch das Fastenbrechen. Und darüber kamen dann auch viele Kontakte zustande. Aber wir merken, das braucht einfach Zeit. Das braucht wirklich Zeit, mit den Leuten in Kontakt zu treten.
Und über persönliche Kontakte hat man da überhaupt nur Möglichkeiten, wirklich ranzukommen. Aber wir haben es uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben und sind da auch im Kontakt mit Brückenbauerinnen und mit dem Komsen machen wir unter anderem auch eine Veranstaltung zum Thema Einsamkeit. Also da findet definitiv ein Austausch statt, wie wir da noch besser werden können. Genau, dann war die Frage, 70 plus alle anzuschreiben. Von unserer Seite her sehr gerne, aber das liegt nicht in unserer Hand. Ich denke mal, dazu wird der Senat vielleicht auch gleich noch mal was sagen. Genau. Entlastungsmanagement im Krankenhaus sind wir dran. Also da sind wir durchaus schon im Austausch mit den sozialen Diensten, aber natürlich eher in den verstädtischen Bezirken, in denen wir halt schon aktiv sind. In den neuen sind wir teilweise noch gar nicht voll besetzt. Da geht es ja jetzt quasi erst mit der Einarbeitung los. Da findet die Überleitung schon statt. Also unter anderem im KIH in Lichtenberg haben wir da schon Kontakte bekommen, im UKB aus Marzahn-Hellersdorf. Da finden auch gute Kontakte statt. Und im Vivantes-Kaulsdorf hatten wir auch schon die Möglichkeit, uns regelmäßig vorzustellen. Ich glaube, da muss man einfach dranbleiben und auch ein bisschen die Vorbehalte noch weiterhin abbauen und einfach auch bei dem sozialen Dienst sich immer wieder hervorrufen, dass es uns einfach gibt, weil die einfach jede Woche, glaube ich, Angebote kennenlernen. Aber da sind wir auf jeden Fall dran, definitiv. Genau, Fallmanagement, Datenschutz habe ich mir noch notiert. Da ist es so, zum einen haben wir eine Einverständniserklärung, die während des Hausbesuchs unterzeichnet wird. Da können die Personen dann auswählen, quasi, ob wir die Daten unter anderem auch weitergeben dürften oder eben auch, ob wir denen überhaupt Dokumente oder Ähnliches zusenden dürfen. Also da besteht durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht. Wenn dann natürlich das Einverständnis gegeben wird für eine mögliche Weiterleitung, macht das das Ganze einfacher. Aber im Zweifelsfall, wenn wir natürlich merken, da ist eine prekäre Situation, das ist schwierig, sind wir mit dem SPD so verblieben, dass wir den Fall anonym schildern. Und die würden dann im Zweifelsfall sagen, da müsste man jetzt eingreifen, da ist Gefahr im Verzug. Also so ist da aktuell der Stand. Genau. Wie pflegebedürftig sind die Besuchten? Das erfassen wir nicht. Wir erfassen keinen Pflegegrad. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass das Interesse am Thema Pflege und Gesundheit sehr, sehr groß ist. Also es macht schon sehr viel aus. Neben den Themen Wohnen, Haushalt, Alltagshilfe sind es unsere stärksten Themen. Also ich denke, die Neugierde dafür ist auf jeden Fall da. In dem einen oder anderen Fall ist es natürlich so, dass wir auch sehen, da ist ein Bedarf. Da muss man an den Pflegestützpunkt überleiten oder sollte zumindest den Flyer rausgeben. Aber es ist zumindest so, dass es in einem präventiven Charakter bei Menschen 70 plus natürlich einfach Thema ist, was passiert, wenn, was ist, wenn ich irgendwann ins Krankenhaus komme und mein Mann liegt hier alleine. Da beschäftigen sich viele mit. Deswegen auch nochmal ein großes Pro dafür, ab 70 immer, also die Alterszahl nach vorne zu ziehen und eben nicht wie viele andere erst ab 80 zu starten, weil man dann auch wirklich von Prävention sprechen kann. Ja, ich sag mal, mit 70 setzt man sich mit dem Thema auch nochmal anders auseinander und es ist auch gut, sich über Vorsorgevollmachten etc. pp. Gedanken zu machen, als es vielleicht dann wirklich mit Ende 80 ist. Genau. Eine Verbindung zum MDK sehe ich jetzt persönlich nicht, dadurch, dass wir, wie gesagt, kein vorrangiges Pflegeangebot, Pflegeprojekt sind. Genau, die Bewertung der Altersgruppen hatte ich ja gerade schon gesagt. Im Sinne der Prävention immer frühzeitig anschreiben, wenn es nach uns ginge, vielleicht sogar noch früher. Aber ich denke, mit 70 haben wir da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Man merkt es auch an den Hausbesuchen. Also die Lotsinnen merken, dass es was anderes ist, jemanden mit 70, als jemanden dann mit Mitte, Ende 80 zu besuchen. Der Schwerpunkt verlagert sich einfach. Mit Anfang 70 sind wir da natürlich noch viel in den Themen Freizeitgestaltung, Engagement teilweise auch. Genau, also eher so in diesen Bereichen, wo man dann eben auch sagt, okay, im Falle Einsamkeit, das wurde ja auch gefragt, würden wir jetzt da vielleicht an eine Seniorenbegegnungsstätte sozialräumlich andocken oder an einen Schwimmverein oder dann haben wir halt Senioren, die sind dann schon älter. Da ist es dann so mit Anfang, Mitte 80, man ist mobiler eingeschränkt. Da ist es dann im Sinne der Einsamkeit vielleicht eher Silbernetz oder Besuchsdienst, der in die Häuslichkeit kommt. Also die Themen, die variieren sehr nach der Altersgruppe. Genau, die Strategie für das Land Berlin, ja, da müssen wir einfach dranbleiben, wie wir da Menschen mit Migrationshintergrund noch besser abholen können. Wichtig ist,
Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund sind oder ältere Menschen oder wie auch immer. Wichtig ist, glaube ich, auf Augenhöhe zu agieren und einfach auf die Zielgruppen wirklich aktiv zuzugehen. Ich glaube, viele Angebote werden einfach an der Realität vorbeigemacht. Und da muss man wirklich schauen, wie kann man sozial, räumlich sich bewegen und die Leute eben einfach erreichen. Und dazu braucht es einfach auch andere Wege. Dazu braucht es eben auch die Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften, dass sie mitziehen, dass wir eigentlich alle irgendwo mehr oder weniger da auch einen Aufklärungsauftrag haben. Genau. Thema Ernährung kam bisher weniger, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, das Thema Gesundheit ist ganz groß. Aber speziell die Frage nach Ernährung war bisher nicht sehr stark vertreten. Genau, dann hatten wir noch die Frage zur Mehrsprachigkeit im Team. Ein Kollege hat vor kurzem jetzt im Rahmen seines Bildungsurlaubes einen Türkischkurs gemacht. Ansonsten schreiben wir das natürlich immer mit rein in unsere Stellenausschreibung, dass Fremdsprachenkenntnisse natürlich ein Plus sind, beziehungsweise gewünscht sind. Aber es ist teilweise wirklich schwer, Personal dafür zu finden. Wir haben jetzt noch eine Kollegin, die kommt aus Argentinien, also die bringt auch nochmal Fremdsprachenkenntnisse mit. Aber wir arbeiten da sehr eng mit den Brückenbauerinnen auch zusammen und mit dem Comsen. Die haben uns auch Übersetzungsunterstützung angeboten im Falle dessen. Aber bisher war es so, dass wenn Menschen Sprachbarrieren hatten, dass sie teilweise innerfamiliär das Ganze gelöst haben. Dass dann eben die Enkelkinder, Töchter, wie auch immer mit dabei waren und übersetzen konnten. Und wir sind dafür auf jeden Fall offen, dass da gerne auch jemand noch mit dabei sein kann. Genau, das Doku-System, wir evaluieren das Ganze mit Excel und stellen die Daten der Senatsverwaltung zur Verfügung, inwiefern da Daten abgefragt, erhalten werden können oder sonstiges. Die Frage will ich an die Senatsverwaltung weitergeben, weil die im Endeffekt die Datengrundlage nur bekommen. Genau, genauso wie die Frage zum Thema Altenhilfestrukturgesetz, denke ich auch, dass da die Senatsverwaltung was zu sagen wird. Genau. Ja, und ansonsten war ja generell nochmal dieses Thema Gesundheit, Messgröße, Wirkung. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir erstens nicht beraten, sondern informieren. Das ist uns ganz wichtig. Beraten machen andere. Wir informieren darüber, was es gibt. Und Punkt zwei ist, dass wir hier ganz viel auf die Zielgruppe geachtet haben, dass es keine Kontrollinstanz ist. So, wir sind keine Kontrollinstanz, die sich hinbewegt und dann schaut, okay, ihr wird ein Pflegegrad gebraucht oder Sie müssen jetzt was beantragen, sondern es ist wirklich so, wir geben die Information raus und was dann damit passiert, das sollte der Mensch selbst entscheiden. Denn bloß weil man eine gewisse Altersschranke quasi übertritt, gibt man ja nicht automatisch seine Selbstbestimmtheit ab. Und das ist halt auch wirklich wichtig. Genau, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Dankeschön, Frau Demuth. Dann kommen wir zu Herrn Herz. Ja, herzlichen Dank. Stichwort IDDZ, da gab es ja verschiedene Fragen. Da sind die Verträge unterzeichnet, sodass wir sowieso vorhaben, jenseits, also für Charlottenburg-Wilmersdorf gesprochen, jenseits der zwei Bezirksregionen Charlottenburg-Nord und Charlottenburg-Zentrum in diesem Jahr möglichst, nageln Sie mich nicht fest, wenn es das Frühjahr nächsten Jahres wird, dann wäre das so, aber auf den gesamten Bezirk auszurollen. Das heißt, in Richtung IDDZ oder in Sachen Vertragsnotwendigkeiten ist da alles an sich an Vorarbeiten geschaffen. Ich glaube, Herr Schatz hat nach dem Stichwort Datenschutz gefragt, beziehungsweise auch die Fragen insgesamt ab dem Alter von 70. Und Frau Demuth hat gerade auch schon gesagt, dass im Moment im Raum steht, dass wir das quasi zu runden Geburtstagen, also 70, 75, 80, 85 nur noch machen, weil es datenschutzrechtliche Auffassungen gibt, ganz bewusst so formuliert, dass wir nur dafür eine Rechtsgrundlage hätten. Sagen wir es so, ich habe eine andere Ansicht, weil der 71 SGB 12 ist da sehr breit gefasst und gibt uns die also nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit oder die Aufgabe, den Auftrag geradezu, dass wir Schwierigkeiten, also ich formuliere das so, wie es im Gesetz steht, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Da wüsste ich keine Einschränkung, die mit 71, 72 und so weiter, also die zwischen den runden Geburtstagen liegen, mir da datenschutzrechtlich irgendwas verhindern sollten. Andersrum, warum wir das auch jetzt
plötzlich mal so formuliert, verändern sollten, erschließt sich mir auch nicht. Aber positiv vor allen Dingen formuliert, warum führe ich das so ausdrücklich aus? Ich glaube nicht, dass Sie nur einen Beratungsbedarf wie einen Unterstützungsbedarf, wenn Sie sich einsam fühlen, haben zu runden Geburtstagen oder in Jahrgängen, wo Sie einen runden Geburtstag feiern. Ich halte das, den Jahrgang ab 70 Jahren für absolut sinnvoll. Das hat Frau Demuth eben schon anklingen lassen. Wenn wir mit Prävention anfangen, wenn die Umsetzung der Notwendigkeit eigentlich kurz vor der Tür steht, dann ist das keine Prävention, sondern vielleicht sogar nur noch eine Reaktion. Und für beides, sowohl für das gesundheitliche Feld als auch für, auch wenn man das kaum trennen kann, aber für den Einsamkeitsfaktor, sollte ich möglichst frühzeitig und möglichst kurz, nachdem ich in den Abschnitt meines Lebens nach einem aktiven Berufsleben eingetreten bin und es vielleicht nicht immer geschafft habe, mir Wege zu suchen, die es mir ermöglichen, dass ich, wenn ich bisher im Berufsleben Kontakte hatte, in ein Loch falle, dann sollte ich möglichst kurz, wenn nicht eigentlich schon mit dem Eintritt in das Rentendasein, Wege aufgezeigt bekommen und Unterstützung bekommen. Also deswegen ab 70 unbedingt, weil alles andere könnte eher so zu spät sein, dass ich eben nicht mehr rausfinde aus bestimmten Mustern, die ich, wenn wir in Richtung Einsamkeit denken, vielleicht für mich leider gewählt habe. Und ich glaube, da muss, wenn man mit offenen Augen durch diese Stadt geht, ich keinem mehr so richtig Beispiele geben in einer alternden Gesellschaft, die Probleme hat, von der wir vor 20, 30 Jahren selbst in Bezirken wie Charlottenburg-Wilmersdorf vielleicht noch gar nicht im negativen Sinne geträumt hätten, heute sie einfach haben. Wenn Sie in eine Suppenküche an der Grenze Friedenau-Schmargendorf gehen, der katholischen Kirche, dann haben Sie da inzwischen einen Anteil von einem Drittel obdachlosen Menschen, einem Drittel Menschen, die Bürgergeldempfänger sind und einem Drittel alten Menschen, die nicht unbedingt Bürgergeld, Grundsicherung oder sonst etwas kriegen, aber schlicht und einfach die Notwendigkeit haben, auch diese Versorgungsstruktur, man muss es fast schon so nennen, zu nutzen. Und ich glaube, das spricht für sich, warum das eher früher als später dann sein sollte. Und über den Datenschutz werden wir sicherlich noch mal gemeinsam nachdenken. Die Verknüpfung der Daten mit dem Altenhilfestrukturgesetz und vielleicht insgesamt zum Altenhilfestrukturgesetz, und da passen dann Fragen zu, welche Angebote könnten wir denn jenseits dessen machen, um das Ganze zu unterstützen. Das ist ein Baustein, ein aufsuchender Baustein. Und ich glaube, wir müssen deutlich schneller werden, aber das können wir nur gemeinsam als Senat und Bezirke, weil es wie immer auch eine Ressourcen-, aber auch eine inhaltliche Gemeinsamkeit der Erarbeitung betrifft. Wenn wir insbesondere einen Punkt, der in den Leitlinien der Seniorenpolitik aufgeführt ist, umsetzen und schnell umsetzen, nämlich in jeder Bezirksregion mindestens ein Angebot für Seniorinnen und Senioren zu schaffen. Da habe ich überhaupt keinen Überblick über alle 12 Bezirke, aber ich kann es Ihnen nur für meinen sagen, da sind wir weit von entfernt. Und da ist nicht irgendwie Stillstand der Rechtspflege, absolut nicht. Und ich glaube, die Leitlinien sind inzwischen, oh Gott, 2018, 19, das dürfte Frau Senatorin Ade Breitenbach am besten wissen, aber es ist lange her, sagen wir das mal so. Seitdem haben wir umfangreiche Vorarbeiten gemacht, aber wir bräuchten viel, viel schneller, und ich bin auch der Meinung, viel schneller als notfalls ein Gesetz vorliegt, mindestens mal den Einstieg darin, dass wir in Regionen, wo kein Angebot bisher ist, das schlicht schaffen. Weil dazu brauche ich kein Gesetz, dazu brauche ich einen Umsetzungswillen, der natürlich, das will ich schon so deutlich sagen, insbesondere in Richtung von Frau Senatorin, nicht immer so einfach ist, wie es hier gerade klingt. Weil dazu brauche ich Ressourcen, wo Sie nicht mit dem Finger schnippen, sondern die erheblich sind. Aber das sind mindestens diese zwei Bausteine aus aufsuchenden und nicht aufsuchenden Angeboten, die wir in der Stadt viel zu wenig haben. Und das wäre in der Tat die Ergänzung, die wir zu etwas wie den Hausbesuchen haben müssten. Und nochmal, viel, viel schneller, als im Zweifelsfall ein Gesetz vorliegt. Letzte Frage von der SPD nach, kann ich nur konkret für mich beantworten, Mitarbeitern, beziehungsweise was wir im Falle von Rückkopplung von Einsamkeit machen. Also in allen oder in den meisten Bezirken werden die Hausbesuche von den Altenhilfe- und Geriatriekoordinatorinnen und Koordinatoren bearbeitet. In erster Linie, aber natürlich sind die Senioren-Service-Teams
da völlig unerlässlich. Und so wie ich das vorhin beim Stichwort, wir können das gar nicht mehr leisten, es selber zu versenden, schon angedeutet habe, das sind bei mir für den Seniorenservice 4 bis 5 Mitarbeiter. Und dann hilft der Fachbereich, der dahinter steht, das, um das für Sie einordnen zu können, das sind die Fachbereiche, die die soziale Wohnhilfe in der Regel auch bei sich haben. Ehrenamt, Seniorenservice, soziale Wohnhilfe. Und auch da muss ich, glaube ich, nicht lange ausführen oder gar nicht ausführen, was die gerade leisten und immer schon leisten, aber im Moment nochmal ganz anders. Da stoßen wir an Grenzen. Und auch da kann ich dann nur dafür werben, dass wir in den Regionen der Bezirke, also über die Stadt einfach flächendeckend, Angebote ausbreiten. Dann, glaube ich, haben wir viel gewonnen, um alten Menschen schlicht Anlaufpunkte, gesellige Beratungsangebote, also gesellige Anlaufpunkte, Beratungsangebote und im Zweifelsfall auch wirklich nur Angebote, dass ich mit einem Menschen reden kann und, so wie ich das eben beim Stichwort Suppenküche schon gesagt habe, im Zweifelsfall auch einen Kaffee und eine warme Mahlzeit bekomme. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich will das nochmal plakativ sagen, Sie alle kennen dieses wunderbare Bonmot der sogenannten Wilmersdorfer Witwen. Ich habe Ihnen gerade beschrieben, wo diese Suppenküche ist. Das ist der klassische Ortsteil dessen, was im alten Westberlin die Wilmersdorfer Witwen oder als was die Wilmersdorfer Witwen bezeichnet wurden. Wenn wir da schon eine ganz andere Struktur inzwischen vorfinden, von auch älteren Menschen, die Angebote wahrnehmen müssen, um überhaupt sich über Wasser zu halten, ich hätte fast gesagt, am Leben zu bleiben, also sich über Wasser halten zu können, dann glaube ich, können Sie sich alle vorstellen, wie das in anderen Bezirksregionen über diese Stadt verteilt ist. Und dann müssen wir dringend handeln und das ist ein Baustein. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Herz, für diese Schilderung nochmal aus Charlottenburg-Wilmersdorf und auch darüber hinaus. Wir kommen zum Senat, aber ich habe noch 2 Wortmeldungen von Abgeordneten, Frau Adler und Herrn Ubbelode und Herrn Schatz. Aber dann würde ich gerne einmal zum Senat kommen und dann gucken, ob die Anzuhörenden noch mal antworten. Ja? Dann bist du dran. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Herz, ich muss noch mal nachfragen. Ich hatte vorhin einen Déjà-vu-Effekt. Ich dachte, ja, wir kennen uns ja, wir haben uns ja gesehen. Sie sind ja Sozialstadtrat. Schöner wäre es natürlich, wir sind im Gesundheitsausschuss, wir hätten den Gesundheitsstadtrat hier, der auch von der CDU ist in Charlottenburg-Wilmersdorf. Jetzt interessiert mich brennend die Frage, und Geriatrie-Koordinatoren sind ja im Gesundheitsstadtrat eher verordnet bei Ihnen, trotz dessen in Sozialem. Okay, dann haben Sie die Antwort schon gegeben, die ich jetzt fragen wollte, wie das ist mit Ihrer Vernetzung und der Arbeit, die Sie dort machen. Bei uns im Bezirk ist das anders in Spandau. Dennoch habe ich eine Frage an Frau Demuth. Wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie erfahren, es ist ein älterer Mensch, der neben der Einsamkeit die große Schwierigkeit hat, zum Arzt zu kommen, weil eben schon über 70 und vielleicht auch über 80 gefahren werden muss zum Arzt oder halt nicht selber einkaufen kann, möchte gerne, aber hat aber Befürchtung, dass sie eben nicht weiter Wege laufen kann. Was sind die konkreten Schritte, die Sie dann als Berliner Hausbesuche dann anbieten können vor Ort? Ich habe es ja so verstanden, Sie haben ja gesagt, wir sind ein Informations-, unsere Arbeit ist im Kern eher die Information, die Beratung, Vernetzung läuft an anderer Stelle. Gehen Sie dann nochmal hin zu dem Menschen, nachdem Sie, ich nehme an, Sie vernetzen, vernetzt haben und fragen nochmal nach, was aus dem Menschen geworden ist und dem Bedarf, den der konkret hat, ob der erfüllt worden ist oder nicht. Ich habe so gehört, also herausgehört, dass Sie warten, bis jemand auf Sie wieder zukommt. Haben Sie nochmal aufsuchend eine zweite Chance, Menschen zu erreichen? Und ein weiterer Hinweis meinerseits zu Menschen mit Migrationsbiografie, wenn Sie einen anschreiben, wenn Sie informieren wollen und das Anschreiben schon in Deutsch ist, dann ist ja schon die Information in erster Linie missglückt. Sie haben natürlich freundlicherweise einen Flyer dabei, aber das reicht doch nicht. Ich weiß doch nicht, was vorher von mir gewollt wurde. Ich sehe nur einen Flyer und sage, ja okay, was soll ich jetzt damit? Also was wollen die von mir? Na klar, es gibt die Familien, die können auffangen, wenn die da sind. Das ist nochmal eine gute Sache. Wir versuchen überall ehrenamtlich das aufzufangen und Familienverantwortung auch an den Tag zu legen. Das ist auch gut. Dann
wollte ich noch mal fragen, jetzt ist mir die Frage entfallen. Aber es ist ja auch die zweite, du hattest ja, also das Problem jetzt ist mir entfallen. Anhörung. Ganz kurz, genau. Die Problematik unserer Arbeit, die wir sowohl auf Landes- als auch Bezirksebene und auch mit diesen guten Projekten erreichen wollen, die Schwierigkeit ist ja, es wird evaluiert, ist eine tolle Sache, aber wir evaluieren nur die, die im System sind. Die außerhalb des Systems in der Menge auch mehr sind, die erreichen wir ja nicht. Insofern ist auch die Vernetzung mit den Stadtteilzentren, mit den meinetwegen Religionsgemeinschaften, mit den Brückenbauerinnen, die andere Sprachen noch mitbringen, also Sprachstärke, da ist natürlich diese Ebene noch von höherem Wert als das Gute, was wir halt anstoßen und erreichen wollen. Und auch jene zu erreichen, die eben nicht von sich aus Hilfe suchen können. Okay, ich habe jetzt noch Herrn Obelode und Herrn Schatz. Teilhabe, Nutzung von Beratungsangeboten, auch Integration in Ehrenamt, was ja auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, setzt natürlich sprachliche Fähigkeiten voraus. Und insofern meine Frage, insbesondere nicht nur, aber insbesondere an die Frau Demuth vom Malteser Hilfsdienst, aber auch an Herrn Herz mit Blick in die Aufgaben eines Bezirksamtes hinein. Welche Rolle spielen Sie bei der Vermittlung von Deutschkursen, damit eben die Menschen, die noch nicht Deutsch ausreichend gut sprechen, um teilnehmen zu können an dem Leben dieser Stadt, auch um Einsamkeit, mögliche Einsamkeit zu vermeiden. Welche Rolle spielen da Sprachvermittlungen? Denn es ist ja Aufgabe der Neubürger primär, unsere Sprache zu erlernen und weniger unsere Aufgabe, die Sprache der Neubürger zu lernen. Herr Schatz. Herr Schatz, Sie haben sich noch mal gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne nur, also erstmal will ich mich bedanken für die ausführliche Beantwortung der Fragen und insgesamt auch für das Projekt, weil das passiert ja relativ selten, dass man irgendwie so weit angeschoben wird und dann doch so erfolgreich sozusagen auf den Weg kommt und in die Umsetzung kommt. Das finde ich gut und da echt von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank an Sie alle. Und ich würde da gerne auch da über diese Dinge hier, die Anhörung heute da mit Ihnen im Gespräch bleiben, weil ich glaube, da ist der Austausch wichtig. Aber die Frage, Entlassungsmanagement war angesprochen und Sie sagten, dass Sie in die Krankenhäuser gehen und sich bei den Sozialdiensten dort vorstellen und versuchen, dort Vernetzungsarbeit zu leisten. Kann die Senatsverwaltung da von Ihrer Seite aus nochmal Hilfe leisten? Weil ich glaube, gerade die Verbesserung dort beim Entlassungsmanagement ist essentiell, Angebote zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich einmal der Senatsverwaltung die Gelegenheit geben zu antworten und dann können Sie noch mal gleich Fragen oder Punkte, die aufgekommen sind, darauf eingehen, wenn Sie wollen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Fragen. Ich sag mal was zu den allgemeineren Linien und dann habe ich ja meine Expertinnen und Experten aus der Verwaltung da, die natürlich sich mit den Details allerbestens auskennen. Wenn alles auf den Prüfstand kommt, ist alles auf den Prüfstand. So ist es und das ist ja das Ziel dessen, was da gerade an Überlegungen angestellt wird beim Landeshaushalt zu gucken, was muss das Land zwingend tun. Wir haben natürlich hier im Gesundheits- und Pflegebereich, also und wir sind ja, wir halten es ja für absolut wichtig, auch jetzt im Zusammenhang mit Verwaltungsreform, dass wir Pflege und Gesundheit integriert denken. Hier ging es um Entlassungsmanagement, hier geht es um Vernetzung, hier geht es um Gesundheitsleistungen, hier geht es darum, Pflegebedürftigkeit nach Möglichkeit nach hinten zu schieben, auch durch gute Präventionsarbeit. Deswegen sehen wir das tatsächlich in einer engen Verzahnung bei uns im Haus gut aufgehoben und auch des alten Hilfestrukturgesetz tatsächlich bei uns im Haus gut aufgehoben, weil wir eben dieses strategische Politikfeld so ansteuern wollen in dieser Verzahnung von Gesundheit und Pflege. Wir haben natürlich das Problem bei einem sehr komplexen Finanzierungssystem, gerade in Gesundheit und Pflege, wie wir es in Deutschland haben, dass die mittelfristigen positiven Effekte auf Kosten nicht unbedingt da
landen, wo vorher die Anstrengungen in Richtung Prävention unternommen wurden. Ich will sagen, dass natürlich die Einsparpotenziale hier im Bereich der Pflegeversicherung oder auch im Bereich der Gesundheitsversorgung bestehen und nicht unbedingt in den Landeshaushalten oder den Bezirkshaushalten, wo aber die Anstrengungen und auch die Kosten geschultert werden, um diese Präventionsangebote aufzustellen. Da haben es die Skandinavier, wir hatten ja vorhin kurz Norwegen angesprochen, natürlich etwas leichter, weil das dort aus einer Hand aus dem Steueraufkommen finanziert wird und nicht dieses, der eine trägt die Kosten und der andere hat dann davon die positiven Effekte, dort nicht so stark auftritt. Das ist natürlich etwas, was bei uns, bei all diesen haushaltspolitischen Debatten, bei allen Debatten im Gesundheitswesen, in der Pflegeversicherung und so weiter, immer wieder die Problemlösung deutlich erschwert. Das vielleicht als Bemerkung dazu. Also auch wenn wir hier über Entlassmanagement reden und so weiter, dann kommt es ja darauf an, dass hier verschiedene Systeme, die auf verschiedenen Ebenen auch der Verwaltung angesiedelt sind, die in verschiedenen Rechtskreisen sich in den Sozialgesetzbüchern befinden, dann trotzdem am Ende des Tages verzahnt agieren. Und das ist ja die Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. So, zu den Details würde ich jetzt gerne Herrn Ilte das Wort geben und genau. Ja, vielen Dank. Ich gebe dann gerne weiter. Ja, Frau Senatorin, und vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Von mir eine kleine Ergänzung zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen. Das eine ist die Frage nach dem Altenhilfestrukturgesetz. Für uns ist es natürlich ein sehr, sehr guter, mehr als ein Zufall, aber eine sehr gute Zusammenführung, dass wir gerade jetzt diese Erfahrung machen mit den Berliner Hausbesuchen, in der Phase wir parallel das Altenhilfestrukturgesetz auf Hochtouren vorbereiten. Das heißt, wenn dieses heute noch mal deutlich dargestellt sinnvolle Angebot und hoffentlich auch wirksame Angebot tatsächlich in Berlin verstetigt werden soll, dann kommen wir um die Frage einer gesetzlichen Grundlage überhaupt nicht drum herum, weil ansonsten bleibt es immer sagen anheimgestellt der aktuellen Situation, der aktuellen Haushaltslage, wenn wir da im Bereich Zuwendungen bleiben. Und auch die Klarstellung, wer hat hier eigentlich welche Aufgaben, sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir gesamtstädtisch tatsächlich die Verantwortlichkeiten klarstellen und dann auch einen Finanzierungshintergrund sicherstellen. Das ist natürlich etwas, was ganz klar in die Erstellung unseres Entwurfes zu einem Altenhilfestrukturgesetz einfließen wird. Wie dann der Gesetzgeber entscheidet, da es ja tatsächlich um einen Aufbau von Leistungen geht, der mit Sicherheit nicht umsonst zu haben sein wird, das sei dahingestellt. Das ist dann aber wirklich Aufgabe des Gesetzgebers. Wir haben jetzt tatsächlich die Chance, dass gerade auf der Grundlage dieser Erfahrungen, der Berichte, die uns vorliegen und des Evaluationsberichtes sehr gründlich und seriös und fachlich gut begründet vorzulegen. Die Frage nach der Vernetzung mit dem medizinischen Dienst, da lassen Sie mich kurz darauf hinweisen, dass der medizinische Dienst sich unserer staatlichen Steuerung sozusagen entzieht. Der medizinische Dienst arbeitet im Bereich der Pflegeversicherung im Auftrag der Pflegekassen und bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den medizinischen Dienst spielen Beratungsinhalte, die fachlich durchaus sinnvoll wären, leider keine Rolle. Das hätte keine gesetzliche Grundlage. Es gibt die Beratung nach § 37 Absatz 3 SGB 11, aber die wird auch nicht vom MD wahrgenommen, sondern von den Pflegekassen beauftragten Diensten oder von den Kassen selbst. Dennoch sehen wir den medizinischen Dienst natürlich als Partner hier im Land und haben aus meiner Sicht sehr gründlich dafür Sorge getragen, dass es eine Vernetzung zu den Pflegestützpunkten gibt. Also in allen Fragen rund um die Pflege sind die Berliner Pflegestützpunkte ja die Anlaufstruktur und die Vernetzung jetzt nicht wild von einem Projekt zum nächsten Vorhaben immer wieder neu anzuzetteln. Es ist unsere Strategie hier zu sagen, die Vernetzung im Quartier, aber auch gesamtstädtisch zwischen den großen Akteuren, und da gehört der medizinische Dienst ganz klar dazu, läuft dann über die Pflegestützpunkte und die läuft auch schon sehr gut. Also die medizinischen Mitarbeiterinnen
Mitarbeitenden des medizinischen Dienstes sind durchweg darüber informiert, was die Pflegestützpunkte tun. Und es gibt hier auch einen engen Austausch. Was ich noch mal mitnehme als Anregung in diesem Zusammenhang ist, dass wir auch als Senatsverwaltung den medizinischen Dienst direkt noch mal anschreiben und über die Ergebnisse, über die Existenz dieses Vorhabens und über die Ergebnisse auch zu informieren. Zu der Frage Datenschutz und Berichtswesen würde ich bitten, dass meine geschätzte Kollegin Steffi Emmert-Olscher dazu noch mal was sagt, weil sie es sicher konkreter beantworten kann als ich. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und Anzuhörende. Ich möchte gerne noch mal was zu der Datenübermittlung und zum Datenschutz sagen. Wir haben schon in der Konzeptionsphase 2020 die Landesdatenschutzbeauftragte mit einbezogen, weil das ja ein sehr wichtiges Thema ist, wenn man plant, einen Anschreibenversand direkt vorzunehmen, und haben auch zu Jahresbeginn auf Bitten eines bezirklichen Datenschutzbeauftragten den Anschreibenversand nochmals überprüft und sind an das Bundesmeldegesetz gebunden, Paragraph 36, und auch an die Ausführungsvorschriften des Landes Berlin zur Datenübermittlung, weshalb hier nochmal ganz konkret auch in Zusammenhang mit dem Altenhilfe-Paragraphen 71 SGB 12 die Jahrgänge 70, 75, 80 und 85 adressiert wurden. Und was das Berichtswesen und die Dokumentation anbelangt, ist es so, dass wir natürlich im Rahmen des Zuwendungsrechts die anonymisierten Daten erhalten. Die sind ähnlich strukturiert, wie Sie die im Evaluationsbericht vorfinden. Und dass diese Daten dann eben auch anonymisiert an die Bezirke weitergeleitet werden. Denn in dem Dokumentationssystem wird eben auch festgehalten, wo Versorgungslücken vorherrschen in den Bezirken, sodass diese dann zur bezirklichen Steuerung genutzt werden können. Und wir werden auch weiterhin Fakten- und Informationsblätter zur Verfügung stellen, die dann Ihnen und der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden über den Entwicklungsstand des Projektes. Super, vielen Dank. Herr Schatz, ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Wir haben noch eine zweite Anhörung heute und haben Gäste, die schon sehr lange warten. Und die Anzuhörenden würden jetzt auch dann einen Satz, und dann gebe ich den Anzuhörenden aber noch mal das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage, also das heißt jetzt, wir könnten nicht Einblick nehmen in die Dokumentation. Dann müsste ich dann Akteneinsicht beantragen. Ich glaube schon, anonymisiert müssten Sie mir das zur Verfügung stellen. Danke. Okay, das können Sie auch bilateral ja noch mal vielleicht vertiefen oder mit der Datenschutzbeauftragten besprechen. Wollen Sie noch mal auf die Fragen, die es gab, insbesondere von Frau Adle vorhin, noch mal kurz reagieren? Dann müssen Sie nicht, können Sie, aber Frau Demuth ist ja vorhin angesprochen worden und Sie haben auch genickt, dann gebe ich Ihnen jetzt das Wort. Genau, es gab ja noch mal die praktische Anfrage, wie würde es denn laufen, wenn jemand Thema Einsamkeit und so weiter, Unterstützung beim Einkaufen, da gibt es zum Beispiel die Mobilitätshilfedienste in den Bezirken, die da sehr aktiv sind und mit den Menschen auch zusammen den Supermarkt aufsuchen oder zusammen zum Arzt gehen. Es gibt aber auch viele andere Besuchsdienste, die teilweise unterstützen. Da muss man dann immer gucken, was gibt es sozialräumlich und welche Ausschlusskriterien hat halt welcher Dienst. Dann war einmal die Frage, wie häufig wir Deutschkurse vermitteln, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Anfrage kam bisher noch nie tatsächlich. Ich denke auch bei Menschen, die über 70 sind, ist es so, dass viele doch zumindest gebrochen Deutsch auf jeden Fall mindestens sprechen, wenn sie doch schon viele Jahre hier wohnen. Genauso war es auch, gab es eine Anfrage zum Thema das Anschreiben, warum man das Anschreiben nicht zusätzlich auch noch in der Fremdsprache hat. Faktisch ist es ja so, dass wir zwei Staatsbürgerschaften haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre jetzt Deutsch und Türkisch, dann wäre es doch andererseits auch fragwürdig, wenn ich vielleicht auch schon 30, 40 Jahre hier lebe und dann kriege ich sowohl das Anschreiben als auch den Flyer auf Türkisch. Also das würde ich wieder fragwürdig finden. Ich denke, es ist schon gut, eine gute Kombilösung zu sagen, wir machen das Anschreiben auf Deutsch und den Flyer in dem Fall dann auf Türkisch, weil da auch keine Informationen verloren gehen. Im Grunde genommen deckt sich das sehr. Genau. An der Stelle möchte ich auf jeden Fall auch noch mal betonen, dass wir uns nicht so an diesem Anschreiben an sich festhalten müssen, denn unabhängig davon, auch wenn die Menschen keinen Brief erhalten, können sie sich an uns wenden.
So jeder Senior, jede Seniorin in Berlin, die über 70 ist, hat ein Anrecht auf diesen Hausbesuch. So, und die können sich bei uns melden. Also das sind nur die Sozialräume oder teilweise Prognoseräume, in denen wir über die Bezirke anschreiben. Aber verfügbar sind wir für alle. Genau. Möchte jemand der anderen anzuhören und noch was ergänzen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre wertvollen Beiträge. Die ja auch, die Debatte hat ja auch schon tatsächlich zu Dingen geführt, die die Verwaltung mitnimmt, die, glaube ich, auch wir Abgeordnete mitnehmen. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Anhörung. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ich gehe davon aus, dass die Besprechungen zu Punkt 3a und 3b vertagt werden, bis das Wortprotokoll vorliegt und ausgewertet werden kann. Niemand hat was anderes beantragt. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 4 der Tagesordnung. Das ist eine Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 GO zum Thema Landespflegeausschuss, Umsetzungsstand bei der Beteiligung pflegender Angehöriger auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke, sowie eine Besprechung ebenfalls gemäß § 21 Absatz 3 GO AGH Landespflegeausschuss, aktuelle und zukünftige Themenschwerpunkte auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD. Und wir haben hinzugezogen die Verordnung über den Landespflegeausschuss nach § 8a des 11. Buches Sozialgesetzbuch auf Antrag der Linken. Wie bereits eingangs vorgestellt, und ich bitte Sie auch gerne nach vorne, wir haben eine kleine Umbaupause. Begrüße ich ganz herzlich Herrn Fritzen und Herrn Becker, die Vorsitzenden des Landespflegeausschusses. Danke, dass Sie schon zu Beginn da waren und sich heute die Zeit nehmen. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht ist. Das ist der Fall. Da wir zu diesen Punkten ja bereits im Juni eine Anhörung durchgeführt haben, gehe ich davon aus, dass eine erneute Begründung des Besprechungsbedarfs nicht erfolgt. Haben alle zugestimmt, zähneknirschend. Dann würde ich nämlich gleich Herrn Becker und Herrn Fritzen das Wort erteilen. Herr Fritzen, Sie waren ja auch schon in der Anhörung im Juni anwesend und Herr Becker, Sie sind jetzt neu gewählt worden. Das war für uns auch ein Anlass, Sie noch mal hier einzuladen. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wahl, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen zurückliegt. Aber wir freuen uns natürlich, Sie heute auch hier kennenzulernen. Und dann würde ich gleich, ich weiß nicht, inwieweit Sie, Herr Becker fängt dann direkt an, dann können Sie sich ja vielleicht vorstellen und noch mal was zu den Punkten sagen. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Senatorin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung und die Möglichkeit, als neuer Vorsitzender des LPA, neben Herrn Fritzen als Vorsitzenden des LPA, heute hier im Ausschuss für Gesundheit und Pflege berichten zu dürfen. In der Sitzung des Landespflegeausschusses am 19.03.2024 wurde ich gewählt und trat damit die Nachfolge von Friederike von Borstel an, die bis zu diesem Zeitpunkt eine der beiden gleichberechtigten Vorbesitzenden war. In den knapp 3 Monaten, in denen ich Mitglied im Landespflegeausschuss bin, fanden neben der Sitzung 2 Termine der Steuerungsgruppe statt, davon einer gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgruppen, sowie mehrere Gespräche zwischen Herrn Fritzen, der Geschäftsstelle und mir, sodass ich mir schnell einen guten Überblick zu den Beratungsthemen und den Arbeitsschwerpunkten der Arbeitsgruppe vermitteln konnte. Gerne schildere ich Ihnen heute meinen bisherigen Eindruck zur Arbeit und Zusammenarbeit. Sowohl die Sitzung des Landespflegeausschusses als auch die des Steuerungsgremiums und die Zusammenarbeit mit meinem Vorsitzkollegen und der Geschäftsstelle empfinde ich nicht nur als sehr angenehm, sondern wohlwollend und stets lösungsorientiert. Trotz der vielen unterschiedlichen Akteure im LPA wird sachlich diskutiert und konstruktiv an gemeinsamen Zielen gearbeitet. Positiv bewerte ich, dass mit der geänderten Landespflegeausschussverordnung die Zusammensetzung des LPA verändert wurde. Die Gruppe der pflegebedürftigen An- und Zugehörigen ist mit kompetenten und engagierten Personen im LPA direkt vertreten. Dadurch kann gemeinsam mit der Gruppe der Träger von Pflegeeinrichtungen, die ebenfalls die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und Pflegenden vertreten, diesen Menschen eine laute und deutliche Stimme gegeben werden. Schließlich, und das wissen Sie alle, werden die meisten Pflegebedürftigen von ihren An- und Zugehörigen gepflegt
und An- und Zugehörige sind mit Abstand die größte Gruppe an Pflegenden und damit die wichtigste Stütze in der Versorgung unserer Pflegebedürftigen. Als ehemaliger pflegender Angehöriger ist es mir zudem ein persönliches Anliegen, auf die Umstände dieser Menschen besonders aufmerksam zu machen. Ich freue mich daher, dass das Thema Landespflegeausschuss heute hier im Ausschuss für Gesundheit und Pflege aufgerufen wurde. Das gibt mir das Gefühl, dass das Thema auch von Ihrer Seite gut begleitet wird und Ihnen wichtig ist. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich versichere Ihnen, dass mir das Thema genauso wichtig ist und ich mich der Arbeit im LPA mit voller Kraft und ganzem Engagement widmen werde. Dankeschön. Herr Fritzen. Ich würde mal übernehmen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses, ich war schon mal da. Vielen Dank, dass Sie weiterhin das Interesse an der Arbeit des Landespflegeausschusses haben. Freue mich darüber, dass ich mit Herrn Becker einen Partner an meiner Seite habe, wo die Arbeit, die wir vorletztes Jahr begonnen haben im Landespflegeausschuss, jetzt erfolgreich so weiterführen können. Ich würde Ihnen ganz kurz inhaltlich berichten. Wie Herr Becker gerade schon sagte, also es ist wirklich die Arbeit des Miteinanders aller fünf Gruppen, die dort vertreten sind, von Gesprächen auf Augenhöhe und von höchster Wertschätzung geprägt. Also das macht auch die Arbeit wirklich leichter. Ich kenne es wirklich noch aus Vergangenheit vieler, vieler Jahre zurückliegend. Da war es manchmal nicht konstruktiv, sondern eher gegeneinander. Und da sind wir hier wirklich auf einem sehr guten und positiven Kurs. Wir haben uns mit natürlich den verschiedenen Anliegen auch der Gruppen auseinandergesetzt, haben dann im letzten Jahr drei Arbeitsgruppen für drei Aufgabenschwerpunkte etabliert, die auch ihre Arbeit aufgenommen haben, zwischenzeitlich immer wieder berichten im Landespflegeausschuss. Wir hatten letztens ein vorbereitendes Gremium, das Steuerungsgremium, auch mit den Leitern der Arbeitsgruppen, die dort noch mal über die Fortschritte entsprechend berichtet haben. Das läuft also ganz gut. Wir haben eine Arbeitsgruppe, strukturelle und krisenbedingte Überlastung in der häuslichen Pflege. Das ist klar, das ist auch eingebracht worden durch die Gruppe der pflegenden Angehörigen. Wir haben eine Arbeitsgruppe Zeit- und Leiharbeit und gleichwertige Arbeitsbedingungen in der Pflege. Auch das ist ein ständiges Thema in sowohl stationären als auch ambulanten Pflegeeinrichtungen. Wie gehen wir mit dem Thema Leiharbeit entsprechend um? Und die dritte Arbeitsgruppe wurde zum Thema Armutsrisiko und finanzielle Mehrbelastung etabliert. Die laufen auch noch, die arbeiten auch noch. Das sind große Themen, dicke Bretter, die zu bohren sind, viele Dinge, die zu recherchieren sind. Was ich gerade sagte, sie berichten dann regelmäßig im Landespflegeausschuss. Man kann schon sagen, die Arbeitsgruppe Zeit- und Leiharbeit hatte für den letzten Landespflegeausschuss drei Anträge auf den Weg gebracht, die im Landespflegeausschuss zu beschließen waren. Die haben keine Mehrheiten gefunden. Da ging es eben darum, wie können Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht werden, um hier Leiharbeit entsprechend zu regeln. Parallel hatte sich jetzt über verschiedene Bundesratsinitiativen dort auch schon etwas entwickelt, sodass wir letztendlich für diese Anträge keine Mehrheiten gefunden haben. Nichtsdestotrotz wird die Arbeitsgruppe aber weiter prüfen, welche vertraglichen Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten hier auf Landesebene zwischen den Vertragspartnern möglich sind. Da gab es auch in der Vergangenheit schon mal Vorstöße. Also das läuft weiter. Daneben haben wir einen Workshop für das Jahr 2024 im September geplant. Hier geht es um Stärkung der sorgenden Strukturen in den Sozialräumen. Der ist soweit terminiert. Teilnehmer und Ort sind ausgesucht. Jetzt geht es sozusagen noch in die inhaltlichen Vorbereitungen. Des Weiteren als ein großes Thema wurde das Bewilligungsverfahren für die Kostenübernahme durch die einzelnen Bezirksämter in Berlin
bemängelt. Da gab es in der Vergangenheit einen Antragsstau in den verschiedenen Bezirksämtern, sowohl die Pflegebedürftigen, die Angehörigen, aber auch professionell Pflegenden warteten dann natürlich eben auch auf Kostenübernahmen. Die Pflege musste trotzdem sichergestellt werden. Auch hier hatte dann die Senatsverwaltung einen Fachtag sozusagen oder eine Anhörung durchgeführt. Am 12.03. hat das stattgefunden und auch hier wird regelmäßig aus den Bezirksämtern berichtet in den einzelnen Sitzungen des Landespflegeausschusses. Darüber hinaus gibt es dann noch das Thema Weiterentwicklung des Systems der Pflegestützpunkte. Auch das ist ja etwas, was jetzt seit über 10 Jahren hier in Berlin etabliert ist und ich glaube in jedem Bezirk bekannt ist und auch angenommen wird. Auch eine sehr positive Arbeit, die wir dort wahrnehmen und was uns immer zurückgespiegelt wird. Regelmäßige Informationen im Gremium des Landespflegeausschusses erhalten wir zum Landespflegeplan, der ja derzeit sozusagen neu bzw. weiterentwickelt wird und auch über aktuelle Entwicklungen in der Kurzzeitpflege. Wir haben darüber hinaus dann einen Workshop durchgeführt, um zu schauen, welche Themen sind für uns, für die Vertreter im Landespflegeausschuss, wichtig, haben insgesamt 17 verschiedene Themen vorgestellt, diskutiert, aber nachher natürlich auch gewotet, weil diese Themen, das können Sie sich sicher vorstellen, die kann man nicht innerhalb einer Legislaturperiode sozusagen bearbeiten. Wir haben die jetzt schon geclustert, aber ich würde Ihnen gerne mal das Ergebnis kurz darstellen. Auf Platz 1, also mit den meisten Punkten, höchste Priorität hat das Thema Stärkung der sorgenden Strukturen im Sozialraum. Deswegen haben wir hier auch parallel die Arbeitsgruppe laufen und deswegen findet hier am 30.09. der entsprechende Fachtag statt. Die zweitmeisten Zustimmungen hat bekommen das schleppende Bewilligungsverfahren. Auch das ist das Thema und logisch Platz 3, die Entwicklung der Pflegestützpunkte, aber wir haben dann noch auf Platz 4 Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Vermittlung von Pflege- und Betreuungsangeboten. Auch das war ein Wunsch aus den verschiedenen Gruppen. An wen kann man sich wenden, wenn man keine geeigneten Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen oder sonstige Unterstützung bekommt? Wir haben gehört, wir haben die Pflegestützpunkte, wir haben die Anlaufstellen bei den Pflegekassen, aber hier war eben der Wunsch nach einer zentralen Anlaufstelle. Auch das Thema werden wir aufgreifen und punktgleich war dann noch die regionale Pflegeplanung zur Akutversorgung. Auch das wird dann ein zukünftiges Thema sein. Ja, das schildert im Großen und Ganzen die Arbeit der zurückliegenden Monate und auch die Themen, die wir dieses Jahr noch vor uns haben und behandeln werden. Ja, wir sind gerne für Ihre Fragen da. Vielen Dank, Herr Fritzen, für diesen Ritt durch die Themen. Ich habe jetzt eine kleine Redeliste, Herrn Zander, Frau Breitenbach, Frau Giebel und Frau Adler. Und Sie müssten. So, dann Herr Zander. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank erstmal für Ihre Vorstellung. Herzlich willkommen. Gutes Gelingen bei der Arbeit. Sie haben ja auch schon aufgeführt, mit welchen Themen Sie sich schwerpunktmäßig beschäftigen. Das sind ja alles auch Themen, die uns beschäftigen, die Menschen beschäftigen, wo wir auch dringend Verbesserungen in der Situation haben wollen. Ich möchte es relativ kurz machen. Zum einen, weil es ja auch noch auf der Tagesordnung steht, Punkt A. Wir haben es ja zum Glück auch geschafft, die pflegenden Angehörigen sehr gut zu beteiligen. Sie sind es ja auch selber gewesen, wie Sie auch gerade auch gesagt hatten. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ja den größten Anteil der Menschen betrifft, die gepflegt werden. Auch wenn es nur ein relativ kleiner Teil ist für die Menschen, die im Heim sind, hat meine Frage, weil es ja auch vor ein paar Wochen sehr in den Schlagzeilen war, haben Sie das auch oder versuchen Sie es auch aufzugreifen, die Situation in den stationären Pflegeeinrichtungen, wenn es dazu Schwierigkeiten gibt, Personalengpässe, wo ja da die Feuerwehr gerufen worden ist in einem Bereich, wo über die Qualität insgesamt
vielleicht von gewissen Trägern, aber auch von gewissen einzelnen Häusern gesprochen wird. Werden Sie das Thema auch aufgreifen, wenn ja auch wie? Das andere ist, was mich jetzt interessieren würde, Sie hatten gesagt, dass es drei Beschlüsse gab, die in der Arbeitsgruppe zum Thema Leiharbeit, Zeitarbeit getroffen worden sind. Die haben keine Mehrheit gefunden. Können Sie noch was zu dem Hintergrund sagen, warum das jetzt konkret keine Mehrheit gefunden hat? Und das andere ist, ein Ziel war ja auch, dass wir die Arbeit leichter nachvollziehbar machen, transparenter machen. Es gibt jetzt diesen Internetauftritt, den man finden kann unter berlin.de. Hier vielleicht auch meine Frage, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Wir haben ja auch die Beschlüsse, die man nachlesen kann. Die letzten Beschlüsse datieren vom November vergangenen Jahres. Gab es seitdem keine oder wurden die einfach nicht eingepflegt? Oder könnte man es auch vielleicht so organisieren, dass, wenn Beschlüsse getroffen werden im Landespflegeausschuss, dass wir die als Gesundheitsausschuss vielleicht auch direkt zugeleitet bekommen, dass wir nicht immer gucken müssen, ist da was passiert, damit wir auch einen besseren Austausch dann auch haben können. Das wäre es schon. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Breitenbach. Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich, dass Sie heute, also Sie, Herr Fritzen, erneut, Herr Becker, zum ersten Mal da sind. Herr Fritzen, Sie haben recht, es gibt ein großes Interesse hier an der Arbeit des LPA, das ist so. Und deshalb spreche ich jetzt auch noch mal einen Punkt an, der auch das letzte Mal schon ein Thema war. Das geht aber dann auch noch mal an die Senatsverwaltung. Weil wir so ein großes Interesse an Ihrer Arbeit haben und Herr Zander eben auch gesagt hat, eigentlich diskutieren Sie die gleichen Themen, die wir auch diskutieren und wo wir auch Lösungen suchen. Umso trauriger ist es ja eigentlich, dass wir so wenig von Ihrer Arbeit mitbekommen. Also wir müssen Sie ja immer einladen, dann können wir fragen. Aber ist nach wie vor das Thema Transparenz. Also ich bedauere das zutiefst, dass wir Ihre Arbeit eigentlich nicht verfolgen können, weil die Protokolle nicht veröffentlicht sind. Beschlüsse werden nur eingestellt, wenn sie auch beschlossen wurden. Also wir wissen dann nicht, war ist Ihre Debatte verlaufen oder Ähnliches. Das ist eigentlich sehr schade, weil wir ja über ähnliche Fragen diskutieren und da könnten wir tatsächlich eine engere und bessere Zusammenarbeit haben. Es sind ja auch keine Staatsgeheimnisse, die Sie diskutieren. Und die Probleme, die Sie diskutieren, werden in dieser Gesellschaft auch diskutiert. Also nicht nur hier im Abgeordnetenhaus oder am Bundestag, sondern es sind gesellschaftliche Themen. Und umso mehr bedauere ich das, dass wir und eigentlich auch die Stadtgesellschaft nicht so wirklich mitkriegen, was Sie da diskutieren. Dann frage ich jetzt noch mal einen Punkt, den Sie angesprochen haben. Sie hatten die Fachveranstaltung oder den Workshop zur Hilfe zur Pflege. Wir hatten eine Anhörung zur Hilfe zur Pflege. Deshalb würde mich noch mal interessieren, wie Sie die Probleme bewerten und ob Sie in Ihrer Debatte zu Lösungsvorschlägen kamen. Weil wir haben in einigen Bezirken eine riesige Bugwelle, die vor sich hergeschoben wird und wo völlig klar ist, diese Bugwelle wird sich nicht in Luft auflösen und sie wird auch nicht einfach so abgearbeitet werden können. Vielleicht können Sie dann noch mal gucken lassen, wie Ihre Debatte war. Und dann rufe ich noch ein Thema auf, was wir das letzte Mal auch schon hatten und was Sie eben angesprochen hatten. Das ist die Unterstützung der An- und Zugehörigen, die sich im LPA eben auch engagieren und die teilweise mit ihrer Doppel-Dreifachbelastung auch überfordert sind. Und deshalb nochmal die Frage, ist es denn jetzt geplant oder welche Maßnahmen sind geplant, um die An- und Zugehörigen im LPA auch mit in ihrer Arbeit zu unterstützen? Kann es die Fachstelle machen? Also es gab ja auch schon die Idee, man gibt denen Geldern. Ich finde immer so eine Fachstelle, dass es da so eine Unterstützung gibt, die finde ich ausgesprochen wichtig. Aber vielleicht können Sie da noch was sagen, weil ansonsten müssen wir ja vielleicht auch damit rechnen, dass die irgendwann auch nicht mehr können und dann rausgehen. Und das wäre ja sehr schade. Und dann habe ich noch eine Frage, inwieweit Sie
mit einbezogen werden bei der Erarbeitung des Landespflegeplans, ob das bei Ihnen auch ein Thema ist und wie Sie mit einbezogen werden. Erstmal soweit meine Fragen. Danke. Vielen Dank. Dann stehe ich jetzt auf der Redeliste. Und zwar muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken. Ach genau, ja. Also ich würde mich auch sehr anschließen an dem, was meine beiden VorrednerInnen gesagt haben. Hatte mir das nämlich auch aufgeschrieben, dass wir uns sehr freuen, wenn Sie uns regelmäßig einfach, wir kriegen so viele Informationen als Ausschuss geschickt. Glaube ich, das würde uns alle sehr freuen, dass das einfach eine gute Beratungsgrundlage ist, weil Sie ja ein Seismograf sind für pflegepolitische Themen. Da können wir auch gerne im Nachgang nochmal sprechen, woran das bisher gehakt hat. Aber da sind wir, freuen wir uns sehr, wenn sei es die Protokolle oder auch Beschlüsse an sozusagen das Ausschussbüro geschickt werden zur Weiterleitung oder eben auch an alle Einzelnen, was einfacher ist. Sie haben die Themen angesprochen, die Sie als... Wie bitte? Sie haben die Themen angesprochen, die bei Ihnen quasi als Probleme aufgeschlagen sind. Sowas ist für uns ja wirklich wertvolles Wissen, ja, weil Sie das ja einfach ein Stückchen bündeln. Sie haben einen Punkt angesprochen, der, und zwar das Thema eine Einrichtung für eine zentrale Beratungsstelle zur Vermittlung von Wohneinrichtungen. Also nicht wirklich, ich habe es nicht genau verstanden, weil ich könnte es mal wieder erläutern. Ich glaube, das ging so ein bisschen um eine Beratung, was ist das beste Pflegeangebot für mich und wo finde ich das dann auch? Wir hatten mal überlegt, als Grüne, dass es ein Kompetenzzentrum Pflegewohnform geben soll, wo Menschen mit einem erhöhten Pflegebedarf beraten werden. Und dieses Kompetenzzentrum soll dann auch umgekehrt Pflegewohneinrichtungen, stationäre Pflegedienste, ambulante Pflegedienste beraten und auch den Bezirk beraten. Ist es sowas, was Sie quasi, was Ihnen da vorschwebt? Oder können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen? Ich erlebe auch sehr häufig, dass die Leute in der Tat von diesem Dschungel an Informationen geflutet werden und es ganz schwierig ist einzuschätzen, woran mache ich die Qualitätsmerkmale fest? Und dann gibt es ja dann auch ganz viele Atlanten und so weiter. Aber dann kommt sowas wie jetzt mit der Domizilpflegegruppe in der Zeitung und das verunsichert ja, glaube ich, auch Pflegebedürftige und pflegende Angehörige enorm. Und was ist da Ihr Vorschlag, wie man, wie man auch die Menschen insoweit berät, was qualitative Ansprüche geht und wie sie da mehr Transparenz bekommen. Wir haben ja auch die Verbraucherschutzzentrale, aber vielleicht haben Sie da ja nochmal einen Hinweis. Bei dem Hilfe zur Pflege, da würde ich mich auch der Kollegin Breitenbach anschließen. Und weil wir heute diese Anhörungen zu den Hausbesuchen hatten und wir auch als Pflegeausschuss uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, wo kann und muss eine Verzahnung stattfinden und Sie diese Debatte ja mitbekommen haben, fände ich das mal ganz interessant, wenn Sie da auch einen Kommentar zu geben können. Sie kennen ja, sage ich mal, die Interessenslage der ganzen verschiedenen Akteure und auch die Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen. Und vielleicht können Sie ja auch noch mal uns ein paar Ratschläge mitgeben, wie wir das noch mal effizienter verknüpfen und diesen Baustein, der sicherlich kein pflegerischer Baustein ist, aber trotzdem ein wichtiger, wie wir das verbessern. Und Sie haben gesagt, Sie wollen die Pflegestützpunkte ausbauen. Vielleicht können Sie da auch noch mal erläutern, was das konkret bedeutet. Das fände ich doch tatsächlich noch mal ganz, ganz wichtig und hilfreich, zumal das ja auch etwas ist, was bei uns im Haushalt steht. Und das, glaube ich, ganz gut ist, das dann auch entsprechend mitzunehmen. Genau. So, das wäre es von meiner Seite und dann hätte ich jetzt Frau Adler auf der Tagesordnung, auf der Redeliste. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen haben Sie und Frau Kollegin Breitenbach schon gestellt. Ich schließe mich diesen Fragen an. Es ist natürlich wichtig zu erfahren, wie die Beteiligung am Landespflegeplan wie die Beteiligung aussieht, ob Sie da Partizipationsmöglichkeiten haben, auch mitzumachen, mitzugestalten. Und eigentlich ist ja die Not der Pflege
uns allen bekannt. Und alle Themen, die Sie haben als Themen, sind ja von Wichtigkeit. Gibt es dennoch ein, zwei, drei Themen, wo Sie sagen, dieses haben wir in nächster Zeit als Hauptschwerpunkt jetzt, was wir wiederkehrend erst auf die Tagesordnung nehmen, neben natürlich den Arbeitsgruppen, die Sie gebildet haben, die intensiv daran arbeiten? Da fällt mir insbesondere die Belastungssituation pflegender Angehöriger ein und aktuelle Geschehnisse bzw. ja, Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen, wie zum Beispiel ein 71-jähriger Mann pflegt seine Frau und ist damit so überlastet, dass er am Ende dann entscheidet, die 59-jährige Frau übrigens, die er pflegen muss, weil sie eben Schlaganfall hatte und einfach ein Pflegefall wurde zu Hause, sein Ausweg war am Ende, sie zu töten. Sprechen Sie über solche aktuelle, gravierenden, sehr erschreckenden, eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Und wir werden ja Fälle dieser Art, hoffe ich, nicht mehr erleben, wünsche ich mir. Aber sie passieren eben. Sprechen Sie auch im Landespflegeausschuss über solche aktuellen Geschehnisse, die jeden und jede bewegen. Und sollte natürlich unser Ziel und Anspruch sein, jeden Unterstützung so weit zu geben, dass sowas nicht passiert. Vielen Dank, Herr Obelode. Ja, vielen Dank, Herr Fritzen, vielen Dank, Herr Becker, dass Sie heute hier sind und auch für Ihre Arbeit im Landespflegeausschuss. Wir begrüßen es als AfD-Fraktion auch sehr, dass die Gruppe der pflegenden Angehörigen weiter Gewicht gewinnen in diesem Ausschuss. Das ist sehr, sehr wesentlich. Die beste Situation ist die, dass möglichst eine Pflegebetreuung im häuslichen Umfeld zu optimieren ist. Das ist für alle Beteiligten die beste Variante. Dahingehend auch die Frage, inwiefern da die Entlastung der pflegenden Angehörigen schon thematisch Eingang gefunden hat in den Landespflegeausschuss. Auch die Frage, ob die Leistungskomplexe dahingehend flexibilisiert werden können, dass man einzelne Bereiche buchen kann aus dem Angebot der ambulanten Pflegedienste, ohne jeweils die ganzen Leistungskomplexe jeweils buchen zu müssen. Gibt es da schon Vorschläge Ihrerseits? Der zweite Punkt wäre die Arbeitsgruppe Mobilität für der ambulanten Pflegedienste. War ja ein Zukunftsprojekt, was ja noch, glaube ich, offen ist. Konnte damit schon begonnen werden? Denn es ist ja hier, wie ich aus Besuchen bei den Pflegediensten erfahren habe, ein ganz großes Thema, dass aufgrund der Verkehrsbehinderungen in der Stadt und des geringen Verkehrsflusses und der Parkplatzsituation oft Pflegedienste Schwierigkeiten haben und einen Großteil ihrer Zeit mit dem Suchen nach Parkplätzen und mit dem Fahren verbunden sind. Und der dritte Punkt, es gibt ja zunehmend Fälle von Betrug, auch bei ambulanten Pflegediensten. Ist das auch ein Thema des Landespflegeausschusses mal gewesen, insbesondere die Frage nach einer möglichen Vermeidung oder rechtzeitigen Aufdeckung solcher kriminellen Machenschaften? So, vielen Dank. Dann hätten Sie noch mal die Gelegenheit zu antworten. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Herr Fritzen, Herr Becker. Dann bräuchten Sie das Mikrofon. Pardon. Ist das in Ordnung, wenn ich das querbeet mache und nicht der Reihenfolge? Ich greife mal als erstes auf aktuelle Themen. Ja, der Landespflegeausschuss tagt zweimal im Jahr. Wenn wir Glück haben, dreimal. Wir sehen uns einzelne Mitglieder im Steuerungsgremium oder dann auf Fachtagen. Das heißt, wir haben nicht unbedingt die Zeit, immer an den ganz aktuellen Themen, sprich wenn etwas gerade durch die Medien aufgedeckt wird oder thematisiert wird, wo etwas nicht gut gelaufen ist, das ist dann nicht Thema im Landespflegeausschuss. Die Gründe, die dazu führen, die stecken ja in den verschiedenen Themen, die ich eben schon mal aufgeführt hatte, wo wir einen Mangel haben, wo wir Notwendigkeiten zur Regelung haben etc. Das sind ja dann teilweise die Gründe. Aber aktuelle Fälle, ob es jetzt in stationären Einrichtungen war oder der Fall, der gerade geschildert wurde, das Schicksal, wo ein Mann nicht mehr mit der Pflege seiner pflegebedürftigen Frau zurechtkam, vielleicht als Gespräch neben dem Landespflegeausschuss, aber nicht auf der Tagesordnung. Zum Thema Betrug, ambulante Pflegedienste ist auch ein medienwirksames Thema.
haben wir nicht im Landespflegeausschuss. Da gibt es andere Institutionen und auch Strukturen, die sich damit befassen. Wir haben die Pflegekassen, wir haben die Bezirksämter, wir haben eine übergreifende Arbeitsgruppe zwischen diesen beiden Institutionen, wo auch die vorliegenden Daten und Hinweise verdichtet werden und zusammengeführt werden. Das ist die AG 47a, wenn ich jetzt nicht irre, im SGB 11, die sich eben mit Fehlverhalten in der Pflege beschäftigt. Da ist das Thema, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Das haben wir uns nicht extra in den Landespflegeausschuss gezogen. Ausbau Pflegestützpunkte hatten Sie gefragt. Wir haben als Thema nicht unbedingt den Ausbau, sondern wir haben es überschrieben als Weiterentwicklung. Wir haben 36 Pflegestützpunkte in Berlin. Die sind flächenmäßig, glaube ich, sehr gut verteilt, sind auch gut erreichbar, haben Online-Angebot. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich inhaltlich qualitativ zu arbeiten. Reicht das Personal in den Pflegestützpunkten aus, um die Öffnungszeiten bzw. Beratungszeiten abzusichern? Das ist das, was wir unter Weiterentwicklung verstehen. Ausbau bedeutet nicht unbedingt, dass die Anzahl der Pflegestützpunkte steigt. Die zentrale Stelle, Anlaufstelle, war ja nochmal eine Frage, ich sage das nochmal, Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Vermittlung von Pflege- und Betreuungsangeboten. Wir haben die Pflegestützpunkte, als meine Mutter damals pflegebedürftig wurde, das war jetzt in einer anderen Stadt, meinem Geburtsort Münster, wo ich mich dann auch schon gar nicht mehr auskannte, sagte ich zu meiner Schwester, komm, wir gehen als erstes zum Pflegestützpunkt. Die kennen sich hier aus und die wissen ganz genau, an welche Schritte wir jetzt denken müssen. Haben wir gemacht, hat uns sehr geholfen. Und hier war jetzt einfach das Thema nochmal eine Anlaufstelle. Was ist, wenn ich keinen Pflegedienst finde, wenn ich niemanden erreiche, wenn ich am Wochenende tatsächlich Unterstützung brauche? Gibt es eine Nummer, die ich wählen kann, wo mir geholfen wird, wo ich weitervermittelt werde, auch an originär zuständige Stellen? Das war mit dieser zentralen Anlaufstelle gemeint, die also sozusagen übergreifend dort tätig sein soll. Die allererste Frage war Beteiligung pflegender Angehörige im LPA. Ja, das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und wir haben bislang nicht den Eindruck, beziehungsweise passen wir uns auch mit unseren Sitzungsmodi-Zeiten etc. so an, dass die Vertreterin der Gruppe auch an allen Gesprächen, Vorbereitungen etc. gut teilnehmen kann, dass sie das, sage ich mal, mit ihrer Situation gut vereinbaren kann. Und wir haben bislang noch keine Signale erhalten, dass es dort zu einer Überlastung führt, würden sonst aber auch nach Möglichkeiten der Unterstützung natürlich suchen. Dann zog sich die Frage durch, Transparenz oder Intransparenz zur Arbeit des Landespflegeausschusses. Also wir diskutieren da in einem sehr großen Gremium, so kann man das wirklich sagen, und da ist nichts geheim und wird auch nichts versteckt. Es sieht aber, glaube ich, die Landesverordnung zur Arbeit des Landespflegeausschusses sieht vor, dass es keine öffentlichen Sitzungen sind. Und insofern stimmen wir auch zu den Beschlüssen jedes Mal mit ab, ob der Beschluss jetzt veröffentlicht wird oder nicht veröffentlicht wird. Ich gucke jetzt mal meinen Kompagnon an, Herrn Becker. Also ich glaube, wir beide hätten nichts dagegen, wenn diese Sachen veröffentlicht werden und transparent sind. Wir würden das Ihren Wunsch noch mal so mitnehmen und auch im nächsten Steuerungsgremium, wo die 5 Gruppen vertreten sind und mit der Senatsverwaltung hier prüfen bzw. auf den Weg bringen, dass wir dort Ihrem Anliegen Rechnung tragen. Kann ich vollkommen
nachvollziehen und sehe da auch jetzt für unsere Arbeit keine Hürde oder irgendetwas drin. Bezieht sich auch auf den nächsten Punkt, wie werden die Beschlüsse zeitnah entsprechend dann auch auf berlin.de veröffentlicht. Und auch Frau Breitenbach, das war auch noch mal Ihr erster Punkt mit der Veröffentlichung. Der Fachtag Hilfe zur Pflege war noch eine Frage. Was ist da genau rausgekommen? Da würde ich gleich gerne an Herrn Ilte verweisen. Ich selbst war nämlich bei diesem Fachtag nicht dabei, könnte Ihnen also jetzt auch nur so über Umecken berichten. Landespflegeplan werden wir regelmäßig informiert von der Senatsverwaltung. Wie weit ist man da? Es gab letztens noch verschiedene Termine mit Videokonferenzen, wo uns die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt haben, wo befindet man sich gerade beim Landespflegeplan. Wir können Fragen stellen etc. Also das ist sehr transparent und wir werden auch mit eingebunden. Ja, dann kamen gerade noch Fragen, Zukunftsthemen, die wir sehen, also die ich natürlich sehe, ein ganz großes Thema ist im Augenblick die ausstehende Reform zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Da sehen wir dieses Jahr, werden wir da glaube ich noch, wenn nichts kommt, auf einen großen Engpass zulaufen, dass der Topf der Pflegeversicherung sich leert. Also da sind ein großes Thema, Fachkräftemangel ist das andere große Thema und Sie sagten auch, wie stärken wir die pflegenden Angehörigen zu Hause, sind Buchungen einzelner Leistungskomplexe, können Sie glaube ich gleich viel mehr zu sagen als ich. Ich glaube persönlich und das geht auch so in die Richtung, Ratschläge zu dem Thema, was vorher war, zu den Aufsuchenden oder zu den Hausbesuchen. Der § 37.3 wurde schon mal genannt. 37.3 ist da für die Haushalte, wo es keine professionelle Pflege gibt. Das heißt also, es ist kein Pflegedienst da, es ist keine stationäre, keine Tagespflege, sondern die Pflege wird ganz allein durch Angehörige oder Zugehörige sichergestellt. Und die Menschen bekommen Pflegegeld, muss man auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, wird manchmal auch als Einkommensergänzungsleistung gesehen. Das merken wir als Pflegekasse auch häufig, wenn der medizinische Dienst dann in die Begutachtung geht, die Voraussetzungen nicht vorliegen, wie schnell dort dann auch Widersprüche gestellt werden. Also das sind diese 37.3 sind Kontrollbesuche, die halbjährlich oder vierteljährlich durchgeführt werden sollen, ob die Pflege durch die Angehörigen sichergestellt wird. Was wir mal diskutiert haben, auch mit dem ehemaligen Pflegebeauftragten der Bundesregierung, warum man das Ganze nicht proaktiv dreht. Wenn ein Kind geboren wird, kommt eine Hebamme in den Haushalt, weil es eine neue Situation ist. Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, warum kommt dann nicht dieser beratende Hausbesuch nicht am Anfang der Pflegebedürftigkeit? Also warum kontrollieren wir, warum kommt das nicht am Anfang, warum nehme ich das, diesen Kontrollberuf nicht als Pflichtberatungsbesuch auf, um dann zu gucken, was bedarf es denn für diese pflegenden Angehörigen? Brauche ich einen Pflegekurs, brauche ich Pflegehilfsmittel, brauche ich hier eine Unterstützung? Diese Idee ist mal geboren, wurde als Pflegekopilot dann auch mal aufgegriffen, aber ist nie irgendwie gesetzgeberisch weiter verfolgt worden. Wäre aus meiner Sicht jedoch etwas, um dem vorherigen Thema, aber auch diesem Thema, wie können wir pflegende Angehörige unterstützen, sozusagen aufzugreifen und zu begegnen. Danach hatten Sie ja gefragt. Jetzt würde ich Ihnen noch das Wort übergeben ist Quatsch, aber dass Sie vielleicht noch mal weitermachen. Ja, gerne. Herr Fritzen hat ja schon viele Fragen beantwortet, deswegen würde ich mich sehr kurz fassen und nur auf 3-4 Punkte noch mal kurz eingehen.
Das eine ist ja auch Ihre Fragestellung zu den aktuellen Vorkommnissen. Da hat Herr Fritzen ja schon gesagt, durch das, dass der Landespflegeausschuss nur zweimal im Jahr tagt, ist es nicht immer möglich, aktuelle Themen dort zu behandeln. Aber ich kann Ihnen versichern, wir sind ja auch in anderen Gremien unterwegs, in denen wir auf solche Sachen, gerade wie der Fall des Pflegeheims mit dem Notstand oder die Tötung der Angehörigen, intensiv drüber sprechen und auch drauf eingehen. Also das ist, glaube ich, in unserem Tagesgeschäft an unseren Hauptaufgaben mit eingebunden. Zur Entlastung der pflegenden Angehörigen, da würde ich sagen, es geht immer mehr. Ja. Ich habe Ihnen ja anfangs gesagt, auch ich war mal pflegender Angehöriger und trotz meiner Kenntnisse, die ich hatte, also da nicht unbelegt zu sein, kann ich Ihnen sagen, in diesem Dschungel dann durchzublicken, wenn man da drin steckt, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, selbst wenn man Vorkenntnisse hat. Insofern gibt es, glaube ich, auch gute Angebote. Ich weise nur auf die Angebote zur Unterstützung im Alltag hin, ist etwas, was meiner Meinung nach ausgebaut werden sollte, und ich wünsche mir da eigentlich eher, aber das ist eine Sache von den Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen, die das häufig für hauswirtschaftliche Dienstleistungen nutzen, und ich fände es viel besser, wenn hier mehr die Entlastung im Sinne von eines Besuchs genutzt wird, dass der Pflegebedürftige betreut wird und zeitlich etwas versorgt wird und abgelenkt wird und dadurch pflegende Angehörige auch eigene Dinge tun können. Also sei es einfach mal rausgehen, ein bisschen spazieren, den Kopf freikriegen. Ich sage Ihnen, gerade in so einer akuten Pflegesituation ist das etwas, was man sehr wenig tut, aber mehr tun sollte. Zur Einbindung Gruppe der pflegenden Angehörigen. Also auch da kann ich nur sagen, wir richten unsere Termine da sehr auch an deren Bedürfnissen aus, und auch gerade im Steuerungsgremium gehen wir da recht flexibel auf Termine ein und haben auch so die Rückmeldung, dass durch die Zeiten, wo wir Termine ausmachen und ankündigen, da auch immer genügend Zeit besteht, für Vertretung in der Pflege zu sorgen. Zu Frau Gebel, Sie hatten gefragt zu den Hausbesuchen. Da sage ich jetzt weniger als Vorsitzender des LPA, sondern meine rein persönliche Meinung. Ich halte das für ein hervorragendes Angebot. Ich wünsche mir einen Ausbau. Ich halte das gerade auch im Sinne der Einsamkeitsprävention für ein wirklich gelungenes Projekt. Persönlich sage ich, mir geht es nicht weit genug. Ich würde mir eine Umkehr wünschen, nämlich dass ich nicht den Brief bekomme und dann einen Termin vereinbare. Ich würde es mir umgekehrt wünschen, dass ich den Termin absagen müsste. Aber das ist meine rein persönliche Vorliebe, die ich dazu habe. Danke. Und eine Frage ist noch offen geblieben. Das war, warum wurden die Anträge der AG für Zeitleiharbeit abgelehnt? Hatte unterschiedliche Ursachen. Einmal sah ein Antrag vor, generell die Zeitarbeit zu verbieten für die Pflege. Das hat nach Diskussionen dem Ganzen nicht Rechnung getragen. Also es ist ja ein Instrument, um in Notlagen sozusagen von Personalkennzahlen abweichen zu können, beziehungsweise unbesetzte Stellen kurzfristig besetzen zu können. Das war der eine Grund. Der andere Antrag sah vor, eine volle Refinanzierung, entweder durch den Gesetzgeber beziehungsweise durch die Pflegekassen beziehungsweise die Kostenträger. Auch daran ist es im Grunde gescheitert. Und wie gesagt, dann haben wir uns dazu vor dem Hintergrund, dass der Antrag beim Bundesrat ja eine Initiative auf den Weg gebracht wurde, keine Mehrheit für gefunden, und das, was ich eben schon mal ausgeführt habe, vielmehr zu prüfen, ob es einen Mustervertrag geben kann, den die Pflegedienste oder Pflegeeinrichtungen anwenden und mit den Kostenträgern vereinbaren können, dass sowas geprüft und gegebenenfalls entwickelt wird. Dankeschön. Dann habe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen von Abgeordneten und würde dann den Senat bitten, nochmal Stellung zu nehmen. Es sind ja ein paar Punkte gekommen. Ja, sehr gerne natürlich. Also zunächst mal wollen wir darauf hinweisen, dass
die mehrheitlich von Ehrenamtlichen getragene Gruppe 1 im Landespflegeausschuss, Pflegebedürftige und ihre An- und Zugehörigen, durch die Bestellung eines Mitglieds für den Landesbeirat für Partizipation sowie durch Anpassung in der Geschäftsordnung gestärkt worden ist. Und natürlich ist auch die kommissarische Ernennung der Pflegebeauftragten, Professor Dr. Sinja Meyer-Rötz, wir haben sie heute hier begrüßen dürfen, auch nochmal eine Stärkung dieser Gruppe. Genau, ich glaube, was der Landespflegeausschuss plant und tut, ist ausführlich beantwortet worden. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Aber Herr Ilte würde gerne zu einigen Fragen dann nochmal detaillierter ausführen. Ja, vielen Dank dafür. Ich beginne vielleicht mit dem von einigen Seiten eingeforderten Verstärkung der Transparenz der Arbeit des Landespflegeausschusses. Da ist von Seiten der beiden Vorsitzenden schon einiges dazu gesagt worden. Von mir aus nochmal als Verordnungsgeber sagen, für die Seite des Verordnungsgebers, wenn Sie sich vor Augen führen, die sehr wertschätzenden Einschätzungen, die Herr Fritzen am Anfang angeführt hat, bezüglich der Weiterentwicklung der Arbeit des Landespflegeausschusses, wie war es früher, wie ist es jetzt, dann hat das aus unserer Sicht auch was damit zu tun, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Mitglieder des Landespflegeausschusses auch darauf angewiesen ist, dass man auch mal Dinge sagt, die nicht gleich sagen öffentlich werden. Wir haben zumindest mit diesem Ansatz uns durchaus Gedanken gemacht. Ich finde es aber richtig und kann das auch absolut unterstützen, dieses Thema in den Landespflegeausschuss wieder reinzubringen und darüber sagen, tatsächlich eine Beschlusslage zu schaffen, wie etwa Beschlüsse des Landespflegeausschusses transparent gemacht werden. Im Moment haben wir eine zeitliche Verzögerung da drin. Das liegt aber tatsächlich daran, dass wir ein relativ aufwendiges Verfahren haben in der Protokollerstellung und dann auch die Frage im Zusammenhang mit dem Protokoll erst die Beschlüsse zu veröffentlichen. Darüber können wir vielleicht wirklich noch mal im Steuerungsgremium und im Ausschuss selbst sprechen. Ich möchte gern kurz ergänzend eingehen auf die Frage Einbeziehung des Landespflegeausschusses in die Erstellung eines Landespflegeplans. Ich erinnere daran, dass die Verknüpfung zwischen Entwicklung eines Landespflegeplans mit dem Blick in eine Landespflegestrukturplanung, die künftig vorgesehen ist, an die Struktur des Landespflegeausschusses von der Verordnung her ganz klar vorgegeben und auch gewollt ist. Das heißt, der Landespflegeausschuss hat hier von vornherein eine sehr aktive Gestaltungsmöglichkeit auch in der Erstellung des Landespflegeplans an die Hand bekommen. Wir haben sehr intensiv von Anbeginn in dieses Gremium hinein berichtet von unserem Vorhaben. Das ist insofern wichtig, als es sich tatsächlich ja um was Neues handelt. Das heißt, der Landespflegeplan wird eine andere Gestalt haben und auch ganz anderen Anspruch verfolgen, als er das im Jahr 2016 mit der letzten Veröffentlichung noch hatte. Die Landespflegeausschussmitglieder hatten die Möglichkeit, eigene Vorhaben zu beschreiben und in den Landespflegeplan direkt einzuspielen. Die Landespflegeausschussvorsitzenden sind interviewt worden und die Interviewergebnisse werden einbezogen in die Formulierungen im Landespflegeplan und auch alle Mitglieder des Steuerungsgremiums werden direkt angesprochen und einbezogen. Es ist also bis zur redaktionellen Vorlage, also bis zur Vorlage unseres Entwurfs des Landespflegeplans, bis zum Schluss immer die Möglichkeit der aktiven Einbeziehung von Mitgliedern des Landespflegeausschusses vorgesehen und wird auch so gehandhabt. Zu der Frage der Fachveranstaltung zur Hilfe zur Pflege. Die haben wir auf Initiative des Landespflegeausschusses durchgeführt. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass wir so einen gut arbeitenden Landespflegeausschuss haben, dass wir so ein komplexes Thema wie die Fragestellung der Bewilligungsdauer in der Hilfe zur Pflege tatsächlich in diesem Gremium diskutieren. Es hat sich nämlich relativ schnell herausgestellt, dass es durchaus einfach ist zu sagen, bei den Bezirken muss was passieren und wir müssen unbedingt irgendwie den Bezirken Beine machen, damit da endlich mehr Schwung reinkommt.
Tatsächlich ist es aber so, dass bei genauerer Analyse, bei genauerer Betrachtung das Problem durchaus differenziert zu betrachten ist und dass es auch möglich ist, dass andere Beteiligte, andere Mitglieder des Landespflegeausschusses ihren Beitrag dazu leisten können, dass es hier zu einer Entlastung kommt. Ich erinnere nur an die Frage der Rechtsnachfolge bei Versterben von Leistungsberechtigten, bevor die Bewilligung, der Bewilligungsbescheid ergangen ist im Bereich der ambulanten Pflege. Wir hatten hier darüber schon gesprochen. Das ist eine gesetzliche Ungleichstellung, die schwer nachvollziehbar ist unsererseits, die aber im Bundesgesetz so vorgesehen ist. Wir haben sozusagen dafür gesorgt, durch ganz intensive Arbeit in der Konferenz der obersten Landesbehörden, aber auch über die ASMK, dass das aufweicht, dass also das BMAS jetzt hier eine Rechtsprüfung in Aussicht gestellt hat und parallel, und das finde ich ganz wichtig, wir in Berlin schauen, was können denn die einzelnen Mitglieder des Landespflegeausschusses dazu tun, dass es hier zu einer Verbesserung kommt. An Betracht der Tatsache, dass in einigen Bezirken dieses Phänomen so gar nicht bekannt ist und wir der Sache auf den Grund gegangen sind und herausgefunden haben, dass das auch eine Frage der Vernetzung ist. Wie gut sind die Pflegedienste mit dem örtlichen Bezirksamt vernetzt und wie wird auf solche kritischen Einzelfälle, die es immer nur sind, tatsächlich reagiert? Es gibt da Notruftelefone, an die sich die Pflegedienste wenden können, in denen dann auch anerkennungsfähige Bescheide tatsächlich oder rechtskräftige Bescheide erlassen werden können. Der Spielraum hier für Absprachen im Wege der Vernetzung zu sorgen, der lässt hoffen, dass wir auch in den anderen Bereichen hier vorankommen. Auch die Frage der Befristung von Bewilligungsbescheiden durch die Bezirksämter kann man ganz einfach beantworten, indem man sagen, künftig muss entfristet werden. Aber hinter der Befristung stehen auch sehr, sehr ernstzunehmende Motivationen der Bezirksämter und die aufzugreifen und zu sagen, wir müssen auch für mehr Transparenz sorgen. Das heißt, gerade die ambulant betreuten Wohngemeinschaften dürfen nicht zu No-Go-Areas der Bezirksämter sein, sondern die müssen ihre Bürgerinnen und Bürger, die in den Wohngemeinschaften leben und dort Leistungen empfangen, auch tatsächlich besuchen können und auf diesem Weg sozusagen verabschieden. Abredungen herzustellen, die dann wieder mehr Vertrauen ermöglichen, auch bezüglich der Bewilligungszeiten. Also Sie sehen, die Frage der Beteiligung aller an diesem Prozess setzt wirklich voraus, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet und dass man auch die Karten auf den Tisch legt. Und da bin ich wirklich sehr froh über diese Fachveranstaltung, die wir auch fortsetzen. Es gibt jetzt im Juli die zweite Auflage, weil wir sind ja noch nicht bei dem gewünschten Ende und werden auch weiterhin dem Landespflegeausschuss unmittelbar berichten wir als Senatsverwaltung über die dort erzielten Fortschritte, die zäh sind, aber die durchaus vorhanden sind und die auch Anlass zur Hoffnung geben, dass wir an der Stelle noch deutlicher vorankommen. Kurz noch eine Bemerkung zu der zentralen Anlaufstelle. Herr Fritzen hat es schon gesagt, von mir noch eine kurze Bewertung dazu. Der Antrag auf einen Beschlussentwurf, der in die letzte Sitzung des Landespflegeausschusses im März eingegangen ist, trifft auf ein Thema, was von äußerster Relevanz ist und was unbedingt auch in dem Gremium besprochen werden muss und soll, nämlich die Frage von Versorgungsengpässen in der Pflege. Und wir sprechen da von Versorgungsengpässen in der ambulanten Pflege, sowohl im häuslichen Krankenpflegebereich, also SGB V, als auch SGB XI. Eine relativ komplexe Frage. Das Problem, was hier im Hintergrund steht, ist, es ist relativ einfach zu fordern, hier muss es eine Anlaufstelle geben, die sozusagen Plätze vermittelt. Wir sind in der Diskussion im Landespflegeausschuss sehr schnell darauf gestoßen, dass das Problem nicht lösen würde. Wir haben in der Pflege seit Einführung der Pflegeversicherung 96 eine freie Marktwirtschaft, sozusagen einen anbieterorientierten Markt. Und der hat sich durch die demografische Änderung der Gesellschaft, durch verschiedene andere Prozesse umgedreht um 180 Grad. Wir haben also jetzt keinen Nachfragemarkt mehr, sondern einen Anbietermarkt. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass sich die Pflegeanbieter ihre Pflegebedürftigen aussuchen können und nicht umgekehrt. Die Frage ist, was gibt es denn da jetzt zu vermitteln? Wie können wir denn die Anbieterinnen und Anbieter
von Angeboten in der Pflege, ambulant, stationär, teilstationär und darüber hinaus, dazu veranlassen, ihre Kapazitäten einer neutralen Stelle mitzuteilen. Dafür gibt es keinerlei Rechtsgrundlage. Und die Motivation von Pflegeanbietern, das zu tun, steht ihrem urengsten Interesse entgegen, nämlich diese Menschen selbst auszuwählen. Und das wieder macht Hoffnung, dass man im Landespflegeausschuss genau diese Thematik auch zur Sprache bringt und sagt, welches Mitglied kann denn was leisten, um mit dieser Problematik umgehen zu können. Und das ist eben mitnichten immer nur die Senatsverwaltung oder Gesetzgeber, sondern hier sind tatsächlich alle Beteiligten sagen gefragt, etwa auch die Anbieter von Pflegeleistungen, die dann auch Vorschläge machen müssten, wie können wir denn unsere Mitglieder dazu veranlassen, offen und transparent mit den Kapazitäten umzugehen, was sie bislang nicht tun und was auch aus meiner Sicht gut nachvollziehbar ist, dass sie das nicht tun. Die Regelung der Senatsverwaltung hier etwa über das Ordnungsrecht ein Vorbild zu schaffen, wie es das Land Nordrhein-Westfalen gemacht hat, halte ich für diskussionswürdig, weil wir die Probleme gar nicht so sehr in der stationären Pflege, die vom Ordnungsrecht ergriffen wird, haben, sondern sehr viel stärker in der ambulanten Pflege und wie gesagt in der Kombination aus ambulanter Langzeitpflege und häuslicher Krankenpflege. Die letztere entzieht sich komplett der staatlichen Steuerung. Wir haben überhaupt keinen Zugriff darauf. Und die Frage, wie kann man die Akteure hier zusammenbringen und zu vernünftigen Verabredungen im Sinne der pflegebedürftigen Menschen führen, das ist eben tatsächlich eine klassische Moderationsaufgabe, für die wir in Berlin eben einen so aufgestellten Landespflegeausschuss haben. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich habe jetzt noch mal eine Redemeldung von Frau Breitenbach und Frau Adle und dann würde ich gerne auch die Runde der Abgeordneten schließen. Frau Breitenbach. So, als erstes freue ich mich sehr, dass Sie das Anliegen von Transparenz noch mal mitnehmen und diskutieren wollen. Als zweites, lieber Herr Ilten, kann, glaube ich, hier jeder verstehen, dass Sie einfach bestimmte Sachen intern diskutieren wollen, ohne dass die veröffentlicht werden. Ich vermute, Sie schreiben kein Wortprotokoll von Ihren Sitzungen. Wenn Sie nicht die Protokolle veröffentlichen wollen, dann kann man ja so eine Kurzmitteilung machen. Ja, also Sie haben ja eben noch mal dagegen gesprochen. Deshalb sage ich, wir wollen jetzt ja nicht wortwörtlich nachlesen, wer wann was gesagt hat, sondern wir wollen wissen, was passiert eigentlich dort, was wird diskutiert, wo können wir uns auch noch mal kurz schließen und fragen, wie diskutieren Sie das denn oder jemand in den Ausschuss einladen. Das ist der eine Punkt. Sie haben das nämlich auch im Nachgang noch mal sehr deutlich gemacht, als Sie eben berichtet haben über diesen Fachtag Hilfe zur Pflege, als wir hier die Anhörung hatten, haben wir ja gefragt, welche Möglichkeiten sieht denn Sie der Senatsverwaltung, hier Lösungen auch gemeinsam mit den Bezirken anzubieten. Da haben Sie uns entweder Ihre Ideen vorenthalten oder Ihnen sind die Ideen danach gekommen. Also ich will jetzt hier einfach noch mal sagen, dass das jetzt eher auch noch mal ein Punkt dafür war, dass das eigentlich wichtig ist, dass wir uns gegenseitig informieren, wo was diskutiert wird. Und jetzt können Sie mir noch mal widersprechen oder die Senatorin. Aber ich hätte mir damals schon gewünscht bei der Anhörung, dass dieses Thema auch noch mal hier aufgegriffen wird von Seiten der Senatsverwaltung. Das habe ich aber auch schon bei der Anhörung sehr deutlich gemacht. Frau Adler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch eine kleine Nachfrage, Herr Ilte. Und zwar zu Ihren Ausführungen oder zum Thema Beteiligung des Landespflegeausschusses beim Landespflegeplan. Da hatten Sie ja ausgeführt, Sie führen Interviews, machen Anhörungen. Und da wollte ich gerne fragen, in welcher Weise das konkret erfolgt. Können Sie da ein paar Ausführungen machen? Haben Sie Jour-Fix-Termine mit dem Vorstand? Oder ja, das war ein bisschen wenig. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Dann würde ich dem Senat das Wort geben und Herr Ilte darf sprechen. Ja, jetzt direkt auf die Frage von Frau Adli, Landespflegeplanung. Ich hatte erwähnt oder berichtet, dass zunächst das Verfahren zur Erstellung des Landespflegeplanes von Anbeginn in den Landespflegeausschuss, in die Gremien des Landespflegeausschusses hineingetragen wurde, von uns durch Berichte, durch Klarstellungen, durch
Beantwortung von Fragen. Die konkrete Einbeziehung hat die Gestalt zunächst gehabt von der Möglichkeit, eigene Vorhaben zu beschreiben und einzubringen. Das ist die eine Möglichkeit, die auch nach wie vor besteht, also direkt selbst die Feder in die Hand zu nehmen und einen Teil des Landespflegeplans sozusagen direkt mit zu formulieren. Und die andere Möglichkeit, die parallel sozusagen geführt wurde, ist die Interviews mit den Vorsitzenden. Die sind, ich weiß nicht, ob die schon stattgefunden haben, das müssten Sie beantworten, aber die stehen, wenn sind die jetzt strukturiert, stehen kurz bevor, sind verabredet. Die werden also sozusagen von uns mündlich interviewt, das wird protokolliert und wird aufgenommen. Und die Mitglieder des Steuerungsgremiums haben von der Staatssekretärin ein Schreiben erhalten, sozusagen mit den entsprechenden Fragen und mit der Gelegenheit, sozusagen sich einzubringen. Okay. Noch ein. Frau Tschibberei. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass natürlich die Frage, wie das Land Berlin in die Lage versetzt wird, seinen gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden und diese zu erfüllen, auch natürlich das Kernstück der Debatte um die Verwaltungsreform ist an dieser Stelle. Diese Revision, wer macht hier was und wer macht hier was auch nicht, weil er zwar Aufgaben hat, aber nicht in der Lage ist, sie zu erfüllen. Und da ist natürlich sowas wie Hilfen zur Pflege auch stark im Fokus. Okay, vielen Dank. Ich frage Herrn Fritz und Herr Becker, ob Sie noch mal was uns mitgeben wollen. Ansonsten müssen Sie das auch nicht, aber ich glaube, es sind alle Fragen beantwortet worden. Dann bedanke ich mich noch mal für Ihre Zeit und für Ihr Engagement und freue mich, wenn wir weiter in einem stetigen Kontakt bleiben. Und wir laden Sie bestimmt als Ausschuss noch mal ein, weil wir uns das auch vorgenommen haben, mit Ihnen im engen Austausch zu bleiben. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Super. Jetzt gucke ich einmal in die Runde des Ausschusses. Wir haben jetzt ja die Besprechung von letztem Mal vertagt, bis das Wortprotokoll vorgelegen hat und ausgewertet wurde. Das haben wir jetzt ja heute quasi gemacht. Wir haben auch ein neues Wortprotokoll erzeugt. Die Frage ist, vertagen wir das jetzt oder schließen wir den Punkt ab? Alles klar, es wird vertagt. Und dann ist das wahrscheinlich ein Legislaturpunkt, den wir zu diesem Thema haben. Aber die Besprechung der Vorlage, die wird abgeschlossen und die Vorlage wird damit zur Kenntnis genommen. Ja, okay. Dann ist das auch so erfolgt. Und dann kommen wir jetzt zu Punkt 5 der Tagesordnung, Verschiedenes. Gibt es Verschiedenes noch Besprechungsbedarf? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mitteilen, dass die nächste Sitzung am 24. Juni 2024 ist. Das ist die 40. Sitzung, die findet wie immer um 9.30 Uhr statt. Das ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Und ich bitte die Sprecherinnen und Sprecher, noch mal kurz im Saal zu bleiben und wünsche allen anderen eine tolle Woche. Auf Wiedersehen, die Sitzung ist geschlossen.